So, Freunde der gepflegten IRL-Unterhaltung. Was geht? Hoffe, euch geht's gut. Heute wieder ein neuer IRL-Stream in alter Frische. Auf dem Weg nach Hamburg. Ein klein bisschen haben wir vor uns. So eine Dreiviertelstunde oder so fahren wir. Dreiviertelstunde fahren wir nach Hamburg rein. Genau, und dann haben wir da ein bisschen was zu tun. Dann erledigen wir da ein, zwei Dinge. Das wird ganz cool. Was genau wir vorhaben, kann ich noch nicht verraten, weil kein Bock auf Leute vor Ort, so, die dann rumnerven, da warten, wie so kleine Kinder. Deswegen können wir es noch nicht verraten. Ist jetzt jetzt nichts Überkrasses, aber wir fahren heute nicht nur Auto, wir sind auch ein bisschen unterwegs auf jeden Fall, ja. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr gute Laune habt und einen schönen Tag hattet. Danke, dass ihr schon am Start seid, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei Onkel Monte im Stream seid, auf dem Donnerstag um kurz vor 18 Uhr. Und wie ihr am Titel schon sehen könnt, IRL Stream mit den Jungs. Jetzt bin ich noch alleine, aber wir treffen uns in Hamburg mit Abu Gurko, Rohat und Breitenberg. Treffen uns jetzt in der Mitte so mäßig, oder was heißt in der Mitte, wir treffen uns jetzt in Hamburg, auf entspannt. Irgendwo muss ich mir noch was zu fratzen, schnell rausziehen. Ich bin am Überlegen, mir ganz schnell bei Burger King was zu holen, aber danach fühle ich mich wieder so ausgelutscht. Ah, ich weiß auch nicht, Digga, was wir jetzt essenstechnisch machen, weil mit den Jungs ist jetzt nicht geplant, gleich was zu essen. Aber ich brauche noch was zu essen. Irgendwas muss ich mir noch reinziehen. Bin noch unentschlossen. Was ist denn jetzt hier schon wieder los, Alter? Immer nach Zickzack. Tatü, tata, Blaulicht in den Chat, Sirenen in den Chat. Boah, sind das Zivis oder was? Oha, Digga, das sind Zivis, aber ganz wild hier unterwegs. Nicht, dass sie zu mir nach Hause wollen, Kapi. Nächste Woche Donnerstag auch noch auf jeden Fall ein geiler IRL-Stream. Ein richtig cooler IRL-Stream, da habe ich Bock drauf. Wo, wie, was, kann ich nicht sagen, auch wegen Stalker, Morker und Leute, die vor Ort. Aber da nächste Woche Donnerstag ist ein IRL-Stream geplant, vorbeikommen werden, unsympathisch, Marc G. Bauer, Abu, Breitenberg, Rohat, ein, zwei andere Leute noch, wenn ich noch Leute einlade, da werden wir uns den Donnerstag, also genau in einer Woche, werden wir einen richtig geilen IRL-Stream abfeiern. Da freue ich mich sehr drauf. Das ist jetzt kein aller Heidepark Soltau oder Winter-Event Snowdome Bisping, aber ein kleiner IRL-Stream. Und ich meine mit kleinen IRL-Stream nicht draußen rumlaufen, sondern schon location-mäßig. Das wird, glaube ich, ganz cool auf jeden Fall, ja. Das passt auch wie die Faust aufs Auge, weil nächste Woche Donnerstag am 8.2. auch die Sorten von Gönnergy über die Social-Media-Plattform bekannt gegeben werden. Das heißt, die Leute, die vor Ort sind, können dann auch, ohne es abzukleben, Gönnergy mal testen und so. Also, das wird ganz cool, auf jeden Fall. Montag fahre ich wieder nach Köln zur Baller League. Man könnte meinen, ich arbeite das erste Mal in meinem Leben fürs Geld. Der GLS, ich mag den echt gerne, aber mittlerweile, ich habe ihn jetzt 2 Jahre und ich liebe den Wagen und ich habe auch, also es ist nicht so, als wenn ich unzufrieden mit dem Wagen bin, aber das Fahren in dem GLS und das Fahren in der S-Klasse, ich würde mich immer für das Fahren, glaube ich, in der S-Klasse entscheiden. Das hohe Sitzen hier ist geil und das mag ich auch echt gerne, aber in der S-Klasse fliegst du über die Straße. Du fährst wie Chef. Die Sitze sind komplett anders und das Surround-System, die LED-Beleuchtung und so, das ist schon ein großes Kino, ne? Und das Geile ist, und das ist einer der ausschlaggebenden Punkte, ich habe heute die Entscheidung für mich getroffen mäßig, dass ich mir die neue S-Klasse ziehen werde vermutlich. Der Grund, warum ich mich dazu entschieden habe, ist, weil ich heute von Mercedes, von meinem Ansprechpartner dort vor Ort, den Anruf bekommen habe, dass mit vielleicht Pi mal Daumen 1.000, 2.000 Euro ich den GLS vorzeitig aus dem Leasingvertrag rausbekomme. Und ich hatte gedacht, dass ich vielleicht auch 10 oder 20.000 Euro bezahlen müsste, um aus dem Leasing rauszukommen, aber das hat er gedeichselt und das ist dann auch nochmal ein ausschlaggebender Punkt für mich zu sagen, okay, dann gebe ich den GLS ab, hole mir die S-Klasse und dann bezahle ich vielleicht 2.000 mit Reparaturen, Kleinigkeiten, um aus dem Leasing rauszukommen. Das ist natürlich ein Unterschied zu 20.000. Ne? So sieht's aus, ihr kleinen hohen Kobolde. Ne? Und jetzt fahren wir rein nach Hamburg. Was Lichthupe? Was Lichthupe an meiner Zickzack? Was gibst du mir Lichthupe, du Arsch? Okay, scheiß drauf. Wir fahren auf die Kölbrandbrücke rauf. Ich glaube 80 Meter über den Wolken von Hamburg. Linke Seite kann man vielleicht ein bisschen sehen.
schöner Blick über den Hamburger Hafen. Das kann ich euch spoilern schon mal. Ich weiß nicht, wann ich das mache. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich weiß nicht, mit wem ich das mache. Eins werde ich, weiß ich aber. Ich werde in naher Zukunft, in den nächsten Wochen, Monaten, in den nächsten, sagen wir mal, Wochen, ein, zwei Monaten, werde ich ein IRL-Stream machen. Master X, ja auch mal da PPOG für dich in den Chat mitschreiben und die Internetverfügbarkeit da checken. Werde ich ein IRL-Stream machen, wie ich, vielleicht mit jemandem zusammen oder mit mehreren zusammen, mal gucken, wie ich den Brocken besteigen werde. 3 bis 4 Stunden dauert das. Darauf habe ich Bock, den Brocken zu besteigen. Ja, das habe ich. Ich habe mir nämlich jetzt Notizen. Ich habe Notizen in meinem Handy. Endlich nutze ich die Funktion mal. Und sobald ich eine Idee habe für IRL-Content, schreibe ich mir das auf. Und das ist schon ein bisschen länger in meinem Kopf drin, ehrlicherweise, dass ich Bock habe, einen Wanderungs-, ich besteig den Berg Brocken IRL-Stream mache. Das könnte eigentlich ganz cool werden. Da bin ich mal als kleiner Butschi mit meinen Großeltern hochgelaufen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals als kleines Kind schon megamäßig abgekotzt habe, da hochzulaufen. Und ich glaube, das wird jetzt mit Mitte 30 nicht unbedingt besser, da hochzuwetzen. Aber ich glaube, es wäre auf jeden Fall geiler Content, oder? Chat, was sagt ihr? Seht ihr mich bei einem Wanderungsstream den Berg rauf, den Brocken im Schwarzwald? Ich denke, das könnte relativ amüsant werden auf jeden Fall. Safe call. Das Einzige, was halt einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre, wenn das Internet dort vor Ort schafft. Wovon ich jetzt nicht ausgehe, wir können den Rucksack aufstocken auf mindestens auf 4 SIM-Karten, also von 4 verschiedenen Internetanbietern, da uns das Internet ziehen. Das sollte eigentlich funktionieren. Wenn man da mal ein kleines Funkloch hat, okay, dann passt das, aber prinzipiell sollten wir da eigentlich mit einer stabilen Connection am Start sein. Dann habe ich was gesehen, das kannte ich gar nicht so wirklich. Könnte man eigentlich auch einen IRL-Stream machen, mal vor Ort einfach hinfahren und sich das angucken. Das müsste in Wolfsburg sein. Wie heißt denn das nochmal? Autohof, Autopark mit so Autoausstellungen und sowas. Ihr könnt es gerne in den Chat reinschreiben. Ich sehe es nicht, weil ich nicht während der Fahrt auf den Livestream-Chat achten darf. Aber da könnte man eigentlich auch mal einfach hinfahren und mal für ein paar Stunden da rumlaufen, sich das angucken. Weil ich glaube, ich mache mir selber eigentlich zu viel Stress, was IRL-Streams angeht. Wisst ihr, mit so IRL-Streams, die wir ja sonst in der Vergangenheit gemacht haben, ohne den Backpack, na, da haben wir IRL-Streams rausgebombt, wie zum Beispiel der Gamescom-IRL-Stream, ja, der Heidepark-Soltau-IRL-Stream. Das sind natürlich Banger, das sind natürlich Dinger, die vielleicht, die aus meiner Wahrnehmung, no abgehoben, die YouTube und Twitch Geschichte geschrieben haben, aus meiner Wahrnehmung. Solche Streams wird es nicht nochmal in der Art und Weise geben. Und vor allen Dingen mit dem Unterhaltungsfaktor. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, wenn man sich denkt, oh, heute IRL-Stream, dass man irgendwie in einer gewissen Art und Weise da rankommen muss. Aber IRL-Stream kann auch einfach sein, 3 Stunden Freestyle durch die Stadt laufen und in der Nase popeln. Und irgendwie, keine Ahnung, ja. Das habe ich nämlich jetzt auch wieder gemerkt beim Dings. IRL-Stream, wo ich mit dem Auto aus Köln zurückgefahren bin. Während der Fahrt habe ich mir gedacht, oh, irgendwie ein bisschen öde, nur Musik hören, hab gerade gar nichts, worüber ich reden will. Aber im Nachhinein, der Vibe, den der Stream mir gegeben hat, war echt geil, Digga. Das war ein Clap in den Chat-Moment. Hab auch überlegt, das hört sich jetzt doof an, ne? Das Problem ist, in Deutschland ist alles so ein bisschen kompliziert. Auch mit Datenschutz und so, ne? Wie gerne, ich denke jetzt nur mal laut. Wie gerne würde ich mal einen IRL-Stream machen, zum Beispiel mit der Polizei Hamburg. Oder wie gerne würde ich mal einen IRL-Stream machen mit der Rettungsstelle Hamburg. Also Rettungsdienst oder mit der Feuerwehr Hamburg. Das Problem ist bloß, diese ganzen Datenschutzbestimmungen und jo, mein Gesicht darf im Internet nicht zu sehen sein, du musst es zensieren. Ist ja auch cool, versteht mich nicht falsch. Aber es gibt so viele, wenn du mit solchen Behörden etwas zusammen machen willst beispielsweise, gibt es so viele Hürden und Brücken und Papierkram, den du erledigen musst. Das macht das Ganze dann eigentlich gefühlt unmöglich. Aber Bock jetzt, ne, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, sei mal hingestellt, aber Bock hätte ich, ne? Stellt euch mal vor, mal 8 Stunden IRL-Stream in der Feuerwehr Hamburg unterwegs. Von Einsatz zu Einsatz, Feuerwehrwagen zusammenfahren. Dann auch mal vielleicht ein brennendes Auto oder auch mal bei mal Brand in der Wohnung von außen das dokumentarisch begleiten, so mäßig, wisst ihr? Das wäre schon cool, das wäre schon Next Level. Aber, also Next Level im Sinne von, hat niemand bis jetzt gemacht. Aber ich glaube, das ist gesetzlich in Deutschland, will ich sagen, unmöglich.
aber es fühlt sich an, als wenn es unmöglich ist. Habe ich mir auch auf mein Handy aufgeschrieben. IAA-Stream zum Beispiel mit dem Zoll. IAA-Stream mit dem Zoll Hamburg. Durch Hamburg, durch den Hafen von Hamburg. Container aufmachen. Wo sind die Drogen? Schiffe kontrollieren. Das wäre voll geil. Auf so ein riesen Frachtschiff, was irgendwie hunderte Tonnen wiegt. Und dann da alles irgendwie inspizieren. Wo sind die Drogen? Mit dem Zoll zusammen. Und Onkel Monte mit der IAL-Backpack-Kamera die ganze Zeit hinterher. Das wäre schon, das wäre geisteskrank. Coole Unterhaltung. Als Fernsehteam ist das kein Problem. Als Stream, wo du halt nichts live pixeln kannst. Du kannst so die Kamera runternehmen, aber du kannst halt nichts live pixeln. Und es wird direkt ins Internet ausgetragen. Ist schwierig, ne? Ah ja, ey du A**on. Was ist los? Ey, seid ihr dumm in der Fresse oder was, ihr kleinen Söhne? Verpisst euch. Okay, Easiness. Hier haben wir letztes Mal auch geparkt. Nee, auf der anderen Seite haben wir geparkt. So, der Wagen ist aus. Ich darf an mein Handy. Jetzt wollen wir mal kurz gucken, ob Breitenberg schon geschrieben hat. Moin. Jo, bist schon vor Ort oder was? Ich noch 11 Minuten. 11 Minuten noch? Ja, und und ja. Rohat und Rohat und Abu? Abu müsste auch gleich da sein und Rohat ist auf dem Weg. Wie lange braucht Rohat denn noch? Rohat, der ist eigentlich zu spät losgefahren. Ich glaube, der wird eine halbe Stunde später als wir da sein. Ja, so ein Fettsack. Digga, der ist live. Ich rufe ihn an, ich sag, Bro, du musst jetzt off. Er sagt, ja, okay, und dann chillt er noch 5 Minuten, 10 Minuten, dann geht er offline. Und dann sagt er, mein Vater ist noch schnell was. Digga, ich dachte, ich krieg die Krise, Alter. Aber der ist auf dem Weg, Gott sei Dank. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid, Digi. Okay, bis gleich. Bis gleich, ciao, ciao. Gehen wir jetzt raus und ich versuche mir noch irgendwas zu essen zu organisieren. Oh! Ich will einfach nur einen schnellen Snack auf die Hand. Okay, dann nehmen wir uns jetzt hier einfach ein Brötchen drauf. Tomate, Mozzarella, ja, das nehme ich, ja. Alles klar, danke. Passt so, schönen Abend noch, ciao. Hauptsache ein kleinen Snack. 4 Euro. Ist okay. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich überhaupt hin muss. Nee, das war ein Reinfall. Also, und ich finde auch 4 Euro ist schon ein Preis, ne? Also ich muss auch ehrlich sagen, Digga, egal wie lange ich das mache, es fühlt sich immer noch extremst dämlich an, so durch die Gegend zu laufen mit der Kamera in der Hand. Dämlich will ich jetzt nicht sagen, aber es fühlt sich auf jeden Fall so an, als wenn man etwas macht, was nicht normal ist. Aber was ist schon normal? Im Übrigen, ich habe immer noch Hunger, Chat. Wollte ich nur mal anmerken, ne? Moin. Okay, hier ist auch ein Parkplatz, ich reserviere dir den. Ah, hier ist Abu. Ja, nee, jetzt Abu hat den Parkplatz. Ja. nee, das ist ein Parkplatz, Digga. Ein Parkkünstler von Abu. Wer hat denn da auf dein Auto gemalt, Digga? So, also Abu ist am Start. Fühlst du die Quali? Ja. Ja. Die Kamera gibt es auch gar nicht mehr zu kaufen. Die habe ich aus England gekauft über eBay. Aber ey, Jungs, ich verdiene nicht so viel Geld, mir geht's nicht so gut. Das ist ein Firmenwagen, hallo? Ja. Das ist hier der Grand Deal gewesen, Digga. Ja, ich würde sagen, wir gehen schon mal rein, oder was? Ja, ich habe gesehen, du warst richtig verzweifelt auf der Suche nach Essen. Ich habe so Hunger, Digga. Ich auch, ich habe nichts gegessen extra. Ehrlich? Also wirklich kein Happen, nichts, ja, wirklich okay. Gar nicht. Das. Außer ein Apfel. Es geht, Breidi. Guten Tag, der Herr, seien Sie gewinnt. Es geht, mein Bester. Hallo. Moin, Marcel, hallo. Moin, wie geht's? Moin, Marcel, Marius. Moin, Marius. Marius, moin. Oh, guck mal, was er mir hier mitgebracht hat. Die Collectors Edition. Ein Geschenk für dich. Oh mein Gott, guck mal, sind wir auf. Ja, das tut mir leid. Nein, aber die Figur werde ich rausholen. Wir gehen rein einfach und stellen es hin. Achso, da ist schon der Laden hier? Ja. Warum habt ihr nur dünne Schaufensterpuppen und nicht auch dicke? Das spielt keine Rolle. Okay. Für dich haben wir auch was. Also nur um zu gucken. Echt? Ja, boah, das ist crazy. Das ist schon eine Seltenheit, sag ich. Weißt du, wir schauen einfach und finden was. Boah, was haben wir hier für ein Auto? Ich wusste, er will Show machen, Digga. Ich wusste es, ja. Okay, dann lass reingehen. So, was wir nämlich heute vorhaben, lieber Livestream-Chat, ist, wir werden heute Anzüge anprobieren und uns schick machen. Moin, moin, hallo, Marcel, moin, moin. Moin, moin, hallo. Ich habe auch was dabei für... Weil ihr jetzt länger aufhabt für uns, ja. Die müsst ihr auch mal aufmachen, da ist richtig viel Süßigkeit. Da ist richtig viel Süßigkeit. Also das reicht um hier alle einmal. Abo? Warum sind deine Augen auf die Tasche so gerichtet? Sehr korrekt, auf jeden Fall, ja. Aber eine Frage habe ich direkt vorweg, weil da habe ich mich den ganzen Abend schon drauf gefreut. Man ist ja, Breitenberg hat ja auch einen ganz netten Stil von den Klamotten, ne? Was sagt ihr zu solchen Socken, die ihr jetzt da beispielsweise gerade anhabt? Bitte so,
Die sind sogar noch okay für das, was er eigentlich tut. Er manchmal hat er Benjamin Blümchensocken oder Sesamstraßensocken. Ananassocken. Dafür geht das noch. Ja, das ist hier nur recht entspannt. Vom Grundgedanken nicht verkehrt. Ja. Bei dem schon vielleicht. Ihr werdet Onkel Monte gleich im Anzug sehen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Aber ich werde nicht die Cap absetzen, ich war nämlich nicht beim Friseur. Also ich war beim Friseur vor 5 Tagen, 6 Tagen, aber ich muss mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ja, ist jetzt ja erstmal nur provisorisch, ne? Aber wo ist denn dein Mikrofon? Das ist in der Kamera drin. Das Mikro, man kann auch bei dem Streaming-Rucksack kann man auch noch Ansteckmikrofon machen, theoretisch gesehen. Aber das Mikrofon macht seinen Job eigentlich echt gut. Jungs, besser ist eine, wenn ihr unten abschließen würdet. Dass hier kein reinkommt. Ja, und Breitenberg, Rohr, keine Ahnung, wenn er da ist. Ja, genau, so machen wir das. Oha, Louis-Schuhe? Oha, bei dir läuft es ja richtig. Nein, ich hatte Geschenk bekommen. Ja, klar. Also ich würde erstmal mit dem schwarzen, glaube ich, anfangen, ehrlicherweise. Ja, echt, ja? Den Streifenanzug? Der sieht schick aus. Ja. Und habe ich ihm so gedacht, statt irgendwie jetzt mit Hemd und Krawatte oder was auch immer richtig schick zu machen, würde ich sagen, lass uns irgendwie mit dem Tanktop arbeiten, um das Ganze wieder ein bisschen aufzunehmen. Ja. Also, das ist natürlich alles hier, Chat, jetzt heute spontan. Wir nehmen natürlich auch die Kamera gleich noch in die Hand und wenn wir uns umziehen und so, das ist das erste Mal, dass wir sowas machen. Man passt natürlich auch noch sein Equipment an. Guck mal, das ist jetzt, nur damit ihr es mal versteht, hiermit filme ich immer im Auto mit dem Saugnapf und wie ihr sehen könnt, sind das ist normalerweise ein Stativ zum Hinstellen und da habe ich einfach mit doppelseitigem Klebeband den Saugnapf festgeklebt. Dann, ich war so geschockt, als du mir das gezeigt hast. Funktioniert super. Ja, das ist es ja. Funktioniert super. Das ist sympathisch. Ja, wir machen auf jeden Fall. Wenn wir gleich die Sachen anziehen, werden wir euch zeigen, wie das richtig, also wenn wir die Kamera in die Hand nehmen und so. Ja, ja. Ich glaube nicht, aber das ist, habt ihr wirklich was in seiner Größe? Bin schwer, wir müssen gucken. Wir müssen ehrlich sein. Also wir haben, aber bedingt, weißt du, wir müssen mal gucken, weil wir dann in unserem Konzept von Custom Meat drüber springen. Weil wir dann sagen, wir können das produzieren in 3 bis 4 Wochen. Aber wie gesagt, von der Stange muss die mir. Sehr nett, dass wir hier sein können. Machen wir vor einfach ein Foto nebeneinander, ja? Scheiße. Nein, wir beide schauen nach. Der ist unten, der. Bescheid, er macht. Er ist auf. Jetzt gerade schon. Er meint, die Tür ist zu. Das ist so ein Dicker mit Lockenkopf. Oh, Simon? Denn er kennt ihn sofort. Ja, wir werden den Moment einfangen, wenn er die Treppe hochkommt. Warte, wo ist er denn? Damn, Boy! Ja, ich habe auch am Anfang gedacht, dass das da noch weitergeht. Aber er hat wirklich abgenommen. Es geht wohl, alles klar. Die sollten was in deiner Größe eigentlich haben. Hast du ja jetzt auch abgenommen ordentlich. Bei Abu wird es schwer. Ja, haben sie schon gesagt. Bei Abu wird es schwer. Habt ihr 5x XL? Man denkt, er arbeitet hier, ne? Er will einen sofort anschlagen. Okay, wollen wir anfangen? Soll ich reinschlüpfen? Abu, willst du Kameramann machen kurz? Ja, gib mal her. Wir wollten den gestreifen erstmal, ja? Erstmal den gestreifen. Ich bin so gespannt, wie er aussieht. Das wird verrückt. Guck mal, du sagst meinen Arsch, gucken wir mal das Ding an. Wir müssen ein bisschen uns nicht da, also Master-Exe, wenn das ist. Das hört sich gut an. Übersetzt mal. Ey, warte mal ganz kurz. Marius, tust du mir bitte den Gefallen? Was sagst du zu diesen Schuhen, zu dieser Hose und zu diesem Pulli? Aber schonungslos ehrlich. Ehrlich, es ist nicht mein Ziel, aber es passt halt zu ihm. Es passt. Also, es ist halt das Ding. So von der Art, vom Freestyle passt es halt mega zu. Also wirklich, passt es halt mega zu. Es ist nicht mein Ziel, aber es passt halt einfach. Wenn du dahinter den Bildungsgrad abschätzen müsstest, wie würdest du die klassifizieren, einstufen? Boah, ich bin da total easy drauf. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich lerne immer Personen kennen. Mir ist es egal, welches Ziel er hat. Es sieht gut aus, wenn er sich halt weiterbildet. Würdest du sagen, ich sehe aus wie ein Vater? Wie ein Vater? Er sagt immer, ich habe immer so einen Vaterstil, ich kleide mich immer wie ein Vater. Familienvater. Ja, gut, könnte man vielleicht ein bisschen sagen, ja. Assad, okay, ich habe 5 Kinder, also triff schon mal zu. Ja. Hast du 5 Kinder? Ja, ja. Also eins musst du wissen, aber wir drei sind so beste Freunde. Das ist Weitwinkel. Ja, und die beiden sind so, also wenn ich jemandem 100% vertraue, dann den beiden. Deswegen ärgern die uns gerne, ne? Das ist echt Gold. Ja, das ist genau das, beste Freundschaft. Genau, so wie du sagst, das ist auch normal, der ist voll so, du ärgerst dich halt einfach. Ganz klar. Das ist unangenehm, ne? Ja. Was hast du gesagt? Guck mal, stell dich mal neben dieser Puppe. Das ist genau dein Ding hier, ne? Ja, ich bin voll glücklich, ich sag's dir ehrlich, das ist Hammer. Ich würde am liebsten alle mitnehmen. Nein, wir belächeln ihn manchmal, obwohl er, wenn man ernst redet, hat er eigentlich normal einen guten Stil so. Ja, nein, das hatte ich aber früher auch in der Schule. Ich wurde auch extrem belächelt. Bist du so in die Schule gegangen? Ja, so in Tarnum, ja. Weißt du, wie er aussieht?
Wer, Monte? Ja, so RTL, kennst du RTL, den schwarzen Magier? Du meinst den mit der Maske? Ja, Mann. Den Maskenmagier? Ja, Mann. Ja. So sieht er aus. Ja, stimmt. Der hat auch diesen ich schwör's dir, in diesem Anzug sieht er ein bisschen kindlicher aus sogar. Weiß nicht warum. Weißt du, was ich meine? Er sieht so aus, als könnte ein Hasen aus dem Hut zaubern gleich. Weißt du, wie er aussieht? Als hätte er zu viel Peaky Blinders geguckt und wäre in seinem Film gewesen. Nein, Bruder, Peaky Blinders ist kein Film, das ist das echte Leben, du hast keine Ahnung. Peaky Blinders ist der Hammer. Ja, würde ich auch hoffen. Aber das fühlt gleich so lustig. Mit seiner Art und Weise, gleich wenn er redet. Lass mal eine Runde durch den Laden hier drehen. Ey, meinst du, wir können irgendwas mitnehmen? Warte. Wir müssen gleich irgend so einen Bettlaken zusammenstricken, damit der noch einen Anzug bekommt. Abo? Ja. Soll ich mal. Digga, das ist Fettshaming, was redet? Was für Fettshaming? Bruder, ich habe 30 Läden angerufen wegen dir und 29 haben direkt abgesagt. Ich habe Jam angerufen, er sagt, Bruder, komm nicht mit Abu. Ich sag, wie? Er hat Hausverbot. Ich sag, wie Hausverbot? Er sagt, ich kann nichts bei ihm machen. Digga, das ist wirklich respektlos und crazy. Du hast Hausverbot im Leben, wo du noch nie warst. Junge, was für... Digga. Und seine Penner. Wie wird man Obdachloser, ohne obdachlos zu sein? Guck mal, seine Schuhe. Sag, wenn ich zeigen soll. Digga. Digga, so... Aber die Cappy, willst du die anlassen? Ja, erstmal. Der. Ungewohnt. Eigentlich musst du die Knöpfe zumachen. Nee, die haben gesagt locker wegen Tanktop. Ja, Tanktop okay. Ist da, ist locker, Bruder. Das ist auf locker, flockig. Ja, also. Hä, das sieht doch chillig aus. Ist ungewohnt, ne? Vor allen Dingen jetzt ohne Cap, das graue Mähne. Ohne Cap ist aber besser, sag ich dir ehrlich. Ja, mag sein, aber ich denke, kein Bock da. Du siehst aus wie ein Moderator. Ja, magst du einmal mal den Knopf zumachen? Aber auf Ernst, ich find, es gibt noch bessere Schuhe. Ja, an sich, natürlich, es gibt immer noch bessere, aber die sind halt so an sich. Natürlich an Loropiane inspiriert. Ja, aber sehen immer easy. Natürlich, es gibt richtig viele noch. Also es gibt jegliche Marken. Ja. Und der Anzug ist auch braun. Ja. Das muss man dazu sagen. Ja. Also der Anzug ist braun. Bin ich farbenblind oder was? Dunkelbraun. Ja, dunkelbraun. Ist richtig tiefes Schokoladebraun. Ja. Das ist, okay, krass. Das ist crazy. Das ist also ich finde die Farbkombi sehr gut, sag ich mich ehrlich. Also diese Loropiana-Sache, das kennt man. Oh, jetzt im Licht sieht man das braun. Ja, stimmt. Na? Jetzt sieht man das. Ja. Ich finde, dass man kann da noch ein bisschen Form rausholen. Ja, genau. Checkst du, was ich meine? Ja, so ein bisschen. Bei dir bestimmt auch gleich. Bei mir gibt es keine Form. Bist du verliebt, ich merke das nicht. Endlich ein Bruder. Er denkt sich, endlich ein Bruder. Ich wollte ihn so nicht. Passt echt. Na, aber geil. Oh, nee, von diesem scheiß Tomate Mozzarella. Und keine Wahl. Was? Und meine Frauen auch. Warte, einmal die Kamera weg. Ich will einmal ohne Cap selber gucken mit der grauen Mähne. Oh Gott. Digga. So grau sind die nicht. Doch, die sind viel zu grau. Ich finde das nicht grau, das ist weiß. Doch, nee. Ja. Du Arschloch. Für die ganzen Pferdwitze. Vielleicht hast du färben lassen. Färben lassen. Kannst du das machen? Ich habe gerade wirklich gefragt, ob ich die färben lassen habe. Nein, ganz ehrlich. Also ich habe die Frage gehört, du hast es gefragt. Ja, habe ich auch. Ich mach den Arm noch nicht verlegen. Die sind von Natur aus so grau schon, ja? Wirklich, von euch die Pferde. Er ist ein Bruch. Ja, ihr natürlich, so ist ja ein bisschen getrennt. So Vintage-mäßiger. Erstmal Shitstorm durchtreten. Vintage, krass. Ja, also es gibt ja auch Vintage-Anzüge, so blau-grau, oder die halt diesen grauen Flair haben. Wir waren noch einmal auf einer Hochzeit, weißt du noch? Da hast du irgendwas mit ihm gemacht. Oder ich habe ihn zu meinem Bruders Hochzeit eingeladen, zu Muftis Hochzeit, von meinem Bruder die Hochzeit. Er ist einfach mit einem Jogginganzug gekommen. Aber mit die seiner, Vorgeschichte mit ist seiner gut. Peso-Jacke und mit so einer Spermelhose. Ich glaube sogar, das war diese hier. Diese bunte Pizza. Ich habe dir gesagt, ich komme nicht auf Hochzeiten. Du hast mich gezogen, aber du bist eine Maschine gewesen. Aber okay, erzähl mal die Story, warum du da überhaupt so hingekommen bist. Ich sag so, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Anzug, ich habe gar nichts, ich will nicht, ich hasse Hochzeiten und so. Ja, ich weiß. Dann sagt der zu mir, wir sind alle im Jogginganzug. Er schickt mir sogar ein Foto, wie er im Jogginganzug ist. Stimmt, doch. Okay, dann kann ich jetzt sofort losfahren. Ich bin sogar mit Jogginganzug bis dahin gefahren und ich habe mich vor Ort umgezogen. Ich dachte, das ist so eine muslimische Hochzeit, wo jeder so einfach so chillt, weißt du, wie bei dir. Ja, 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 genau so. Bruder, ich gehe dahin, jeder in Anzug außer ich. Ja. Aber das Ding ist, bei jemandem auch nichts anderes erwartet. Keiner war schockiert. Du warst einfach so, wie du immer aussahst. Ich habe da viele Klamotten und die Jungs, ja okay, Rohrt halt. Bruder, weiß nicht, wofür das ist? Nein. Ich auch nicht. Aus der Tradition ist das eigentlich, damit der Mann... Das ist wenn er im Wald scheißen musste. Wenn er jetzt Anzug trägt, dann passt das für ihn. Passt. Direkt sag mal, weißt du, warum diese Tuch in diesen, also das, was du gerade zum Beispiel hier dieses Anstecktuch. Tischtuch, ja. Tuch. Für was ist das? Einfach zum Upgraden des ganzen Looks. Aber das ist ja je nachdem, traditionell ist es ja der Präsidentenschlitz, so wie er da drin ist. Und an sich, ich benutze halt immer nur so feine italienische Seide.
Solche Muster benutze ich halt nur. Das ist halt auch ein Kooperationspartner von mir. Dann machst du halt einfach den Look so ein bisschen einfach entspannter, so ein bisschen dieses Dierbärnchen, dieses Spritzertuner. Also diese entspanntere Look einfach so ein bisschen. Okay, ich check. Und bei dem Anzug hat er jetzt keinen Schlitz. Doch, er hat sogar. Doch, er hat einen Schlitz, also er kann auf jeden Fall einen verwenden. Ganz anders. Das komplett anderes Outfit für dich. Sieht richtig, richtig, also so sieht das tot gut aus. Auf Ernst, sieht sehr, sehr gut aus. Ja, gefällt mir auch. Ich finde den Anzug auch so von Dinge. Ich mag auch den immer was anderes. Braun so. Und vom Tragekomfort, sei ehrlich, vom Tragekomfort ist viel besser als normale Straßenklamotten, Jeans etc. Ja, es geht nichts über Jogginghosen. Oder du denkst auch jetzt, er geht überall damit hin. Und ich sag dir ehrlich, der Knopf hier ist. Der ist gemein, ne? Der ist schon. Der ist schon gut auf Spannung. Der ist schon gut auf Spannung. Aber pass auf, kleiner, der macht den Bauch weg. Ja, also. Was hast du schon der macht den Bauch weg? Ja, ja, ja. Kannst du mir den empfehlen? Ja, klar. Ja, okay. Das ist gut. Da hat er lange zu schneiden. Ja, okay. Aber meint ihr nicht, dass es theoretisch gesehen ein bisschen zu lang hier ist? Ach so, deswegen. Nein, du willst gerade deswegen so lassen, dass du ein bisschen so diesen Mafia-Look hast. Ja, ich wäre ja auf Ernst. Das sieht einfach geil, entspannt aus. Weil wenn es zu kurz wird, das sieht nicht gut aus. Zu kurz, dann will er so auf Krampf jung wirken. Ja, das auch. Das auch. Oh, der Nein, auf Erde sieht sehr gut aus. Also wir sind Meister im Sticheln, das nennt man Fitner, wenn man hier Bescheid ist. Ich distanziere mich von Fitner. Wer ist der Schlimmste? Ja, und wenn ich jetzt theoretisch gesehen noch ohne Cap Haare gemacht, frisch Seiten auf null, das wird schon gut kommen. Ja, auf jeden Fall. 100%. Wie gesagt, aber, aber wo würdest du jetzt den zum Beispiel anziehen, Monte? Was? Schenefeld. Dann lass den Anzug lieber hier. Der Automat wäre schwer beeindruckt und würde von alleine alles geben, was er hat. Würdest du zu Events gehen damit, sei ehrlich? Wieso nein? Doch, einmal bitte. Zu so einem richtigen Event beispielsweise? Zu einem richtigen Event wäre auch geil. Es gibt halt so Paisley-Muster, weil sie so richtig speziell sind, die so ein bisschen so diesen Versace-Look haben. Die zum Beispiel so als Smoking so ein bisschen in der Art lässig dunkel gehalten. Also dein Kleidungsstil ist sehr exklusiv, aber es ist halt... Kann man das als Hip-Hop beschreiben? Nee. Street-Style. Asozial ist ja einfach. Assi. Einfach Assi. Nee, das nicht. Das einfach ist schon Streetwear. Zu teuer. Ja, ich würde schon Streetwear sagen. Ja. Ja. Streetwear. Also er meint auch schon zu ihm Streetwear. Das heißt, du bist im gleichen Segment. Ich meine, dann möchte ich kein Streetwear. Ich auch nicht. Ja, aber bei ihm, die Designer machen das ja extra so, dass man aussieht wie ein Obdachloser. Das ist ja auch... Das ist ja extra so gemacht worden. Okay, dann würde ich das erstmal ausziehen. Ja. Ich würde auch theoretisch gesehen gleich einen neuen anziehen, aber ich will hier nicht die Ein-Mann-Show machen. Ich würde sagen, einer von den anderen Jungs ist jetzt erstmal dran. Ja, ich weiß auch schon, wer. Ich würde Roat gerne sehen. Okay, ja, okay, dann aber darf ich mir auch einen raussuchen so? Ja klar, komm, ja, klar. Wir gucken es gemeinsam. Ich zieh mich kurz aus. Guck mal, was die kriegst du alles. Er mag die lila Farbe auf jeden Fall, damit du Bescheid weißt. Wir bringen mich von meiner Abruf. Guck mal, bitte, der fühlt sich gar nicht wohl. Was ist sowas? Oh, schwarz. Das ist schwarz. Das ist schwarz, ja. Das ist schwarz? Ja, das ist schwarz. Ja, das ist cool. Ja? Ja. Zieh mal einfach kurz das Sakko an, schau mal, ob das passt. Ja, das wird nichts. Das war's. Das wird nichts. Avi, das war's. Das war's. Ja. Aber am besten zwei Nummern höher. Oh, Leute, guck mal diesen Stil mit dieser Hose und diesen Schuhen und dann diese Smoking-Dings. Weißt du, wie das aussieht? Als wäre einer bei GTA im Kleidungsladen gegangen, hätte einfach oben durchgeklickt, erstmal die Jacke und dann die Hose. Das ist, ja, Digga, auf Ernst, ja. Ich muss gleich noch Hose wechseln, so mäßig. Sakko fast. So, Chat, was sagt ihr? Ist doch ganz cool, die Idee von Breitenberg, die er sich hier heute ausgedacht hat, ne? So, Umstyling, was sagt ihr, Chat? Ja, bei mir musste der Chat bloß gerade ein bisschen laden. Ja. Ist cool, aber der Anzug war es nicht. Ja, war der erste Anzug, den wir anprobiert haben, ne? Ich sage, der Weiße wird dir am meisten richtig stehen. Der Weiße? Kommt dazu mit den weißen Haaren. Nein, aber... Nee, auf Ernst, der wird dir richtig gut stehen. Weiße und Aprikot. Ja, schauen wir mal, ja. Damals war dieser legendäre Clip auf Malta, Digga, den habe ich so gefühlt, wo ich so... Was war das? Da habe ich einfach so... Früher sind wir in der Schule, ich weiß nicht, ob das bei euch war, in der Schule haben wir nie den Rucksack so getragen. Nein, immer einer. So haben wir den nie getragen. Also hat man auch schon mal, aber in der Schule immer so genommen, hochgezogen und dann immer so. Ja, ja, klar, natürlich. Immer so gegangen. Immer festgehalten auf Provokation. So sind wir in der Schule immer rumgelaufen. Soll ich sagen, was wir gemacht haben? Wir haben einen abgeschnitten. Ernsthaft? Ja, wir haben einen abgeschnitten und ich sagte sogar, E-Spec-Rucksack hatten wir.
haben wir einen abgeschnitten, damit wir daran Dings haben. Das war so, da hat er andere Dinge nicht genervt. Nee, abgeschnitten haben wir nicht, aber ich bin immer so durch die Schule gelaufen, immer so. Und dann immer so provokant. Und ich weiß noch, die Eastpak-Gruftsäcke hatten, hatten früher immer diese Bänder hier dran. Ja, richtig. Diese Kordeln. Schwarzen mit weißen. Genau, Bänder. Aber Chat, vielleicht weiß das der eine von euch noch, wahrscheinlich nicht, ist ja schon lange her. Jeder Eastpak hatte verschiedene Bänder. Es gab ganz verschiedene Bänder in den Eastpaks. Ja. Und damals hat man die, je mehr, war bei uns so, je mehr verschiedene Bänder man an dem Rucksack hatte, desto cooler war man. Du hast sie gesammelt so mäßig. Ich habe die bei den Leuten abgezockt. Ich bin in der Pause in die Klassen gegangen und habe diese Bänder an dem Rucksack abgemacht und dann bei mir ran und habe damit mir damals einen kleinen Adrenalinkick. Das waren so die ersten Male, wo ich wirklich aktiv Lust am Diebstahl empfunden habe. Wegen diesen Bändern. Ja, ich check schon. Ich weiß nicht, ob da der eine oder andere von euch da draußen das noch kennt, aber es gab ganz unterschiedliche Bänder immer und ich habe mir die halt geklaut von den Leuten. Aber weißt du warum? Weil die Rucksäcke in vielen verschiedenen Farben rauskamen. Genau. Grau, schwarz, blau, ja, blau, Bordeaux, die Gun. Und jeder hatte die anderen Farben an den Bändern. Klar. Genau. Ja. Die vierte Hose, weil die anderen nicht passen, oder was? Ich habe mir das schon gesagt. Ja. Bro, wer im Glashaus sitzt. Ja, ich bin sowieso verloren, was das angeht. Aber passt jetzt eine, oder? Ja, ja. Okay. Wenn er bei Ihnen schon struggelt, was passiert bei mir? Was? Bist du happy mit dem Outfit? Ich bin noch nicht fertig. Nee, ich zeig auch noch nichts. Breitenberg wieder im Verkaufsgesprächen. Guck mal, die haben ja echt schon viel Auswahl, ne? Wie viele verschiedene Farben es hier auch gibt, das ist schon extremst cool. Ich glaube, wenn man erstmal in den Ohr. 321 Mainz. Das ist ein originales Ding. Nee, den kennst du. Apple? Ich glaube, wenn man in dieser Anzugbranche drinne ist, dann ist das hier ein Träumchen. Rollkragen, alles am Start. Jetzt weiß ich nicht mehr, was weiches Wasser war. Ich glaube, das muss mein Wasser gewesen sein. Bei Abo läuft. Das ist so unangenehm, Digga. Ich sage jetzt ehrlich, Digga, die Balenciaga. Oh, das ist ja Farbe an der Hose, Mann. Weißt du, was ich machen werde? Da wärst du auch herzlichst eingeladen. Kennst du den Harz? Ich wollte mal auf Klassenfahrt mit, aber ich durfte nicht. Ich will einen IRL-Stream machen, im Harz den Brocken besteigen. Was ist das? Also einen krassen Berg? Ich bin dabei. 3 Stunden ungefähr. 3 Stunden hoch, 3 Stunden runter. Was? Mhm. Aber wir müssen nicht so klettern. Nein. Brocken, Berg in Sachsen-Anhalt. Höhe 1142 Meter. Charakteristisch ist der dichte Nebel, das will ich alles gar nicht lesen. Wie lange läuft man auf dem Brocken? Nach 8 Kilometern erreichen Wanderer ihr Ziel. Für Hin- und Rückweg sollte man insgesamt rund 6 Stunden einplanen. Da wollen wir hin. Okay, das ist crazy. Hier, da will ich rauf. Das wäre ein geiler IRL-Stream. Da war ich als Kind mal drauf, auf dem Brocken. Sieht man auch andere Leute, die so hochgehen und so? Ja klar, da sind andere Wanderer ja, auch. Das ne? wird lustig. Ja, safe. Das fühle ich. Aber nicht, dass ich dich irgendwann anschieben muss. Nee, ich habe Ausdauer. Da kannst du mir vertrauen. Ich habe auch Ausdauer. Kannst du mir auch vertrauen. Ja, okay, dann können wir sehen. Was? Nein, wandern. So, was ist da los? Also bei Oha, Mann, Bro, Mashallah. Das ist heftig. Digga! Das anderer ist Mensch. Eigentlich müssen wir seinen Eltern ein Bild schicken, die werden stolz. Guck mal, das ist das erste Mal, dass ich sage, er sieht so wirklich besser aus, als er sonst aussieht. Ja, hundertprozentig. Warte, Jungs, ihr müsst alle beiseite gehen und Rohr kommt raus und dann machen wir Mafia-Musik hinter. Alle zur Seite. Bro, ich sage euch ehrlich, Chat, Rohr sieht maschallah aus. Der Anzug steht ihm heftig. Magst du einmal aus dem Bild gehen? Ja, das wäre super. Ich gehe aus dem Bild. Rohr bei 3. Bro. Was zur Hölle? Das war's. Holy shit, das sieht übertrieben fresh aus, Bro. Das sieht ja richtig gut. Digga, das sieht mashallah aus. Der Arsch ist auch gar nicht so dick. Nee, ist er gar nicht mehr. Nee, er hat auch gut abgenommen. Also ich sag dir ehrlich, Robert, das sieht richtig nice aus. Ja, ich weiß, ich war noch nie in einem Anzug. Jetzt schon. Er hat halt einen längeren Lump, deswegen sieht das so aus, als wäre die Hose weiter oben. Man kann das auch noch, man kann das ja noch nachschneidern, enger machen, wenn man schön esst. Das sieht schön. Also der Anzug sieht bei ihm krasser aus als bei mir. Das kommt bei Ihnen ist es eine krassere Veränderung, finde ich. Ja. Naja, auf jeden Fall, finde ich auch, ja. Nee, ich finde auch, der Anzug bei mir mit dem Rollkragen war okay, aber ich brauche auf jeden Fall eine andere Farbe noch. Alright. Und ohne Streifen. Ja, ich habe ein Foto hier. Wie kann man denn so laufen eigentlich? Das fragen sich die Leute bei deinem Gehstil auch, wie man so laufen kann. Ich höre aber einen neutralen Hintergrund, Bro. Das im Hintergrund mit dem... Hier hinter den Anzügen. Warte, ich mache selber ein Foto. Abo ist nicht der perfekte Fotograf. Was? Lass mich mal hin. Aber ich könnte niemals so draußen rumlaufen. Also ernst.
wie klein auch seine Füße aussehen. Normalerweise, er trägt immer so... Du siehst schon, dass du dich unwohl fühlst, weil du immer an deinen Sachen rumfummelst. Ja. Chill doch mal kurz. Guck mal, Digga. Deine Arme runter. Mach mal so ganz entspannt. Sieht doch fresh aus. Das sieht echt fresh aus. Guck mal seine Füße, wie klein die aussehen. Weil sonst hat er diese Schiene. Oder ich sag dir ehrlich, guck meine Fotos, sind viel besser, Mathe. Okay, wer ist denn der Nächste? Willst du? Abo muss. Schnell, glaube ich. Weil glaubt ihr, ihr habt was für ihn? Sagt ehrlich. Ja, müssen wir mal schauen. Ja. Der Schneider ist auch da. Ihr habt 6x10? Ich muss ja im schlimmsten Fall... Ja, wir haben so ein paar Sachen. Aber ich schau, was ich da habe, ne? Im schlimmsten Fall muss ich nicht zumachen, weil die kriege ich auch nicht zu. Und sieht gut aus. Ja, einfach lässig. Versuch mal zuzumachen. Abo? Oha. Geht nicht. Das ist so ein Ding, das macht man auch nicht so zu. Glaubst du, du würdest, wenn du es jetzt zumachst und dann loslässt, wird der Knopf reißen? Ich würd dich damit beschießen. Biung, mach mal. Biung, biung. Es ist halt auch ein ganz krasser Unterschied zu dem, was du im Stream hattest, weil das halt passend zu dir ist. Also ja, von der Größe. Ja, das im Stream war so toll. Ja, das sah so aus wie ein Pinguin. Ja, richtig. Weißt du noch, mein Anzug beim Basketball-Event? Der war auf dem Punkt genau geschneidert. Wie fandet ihr den? Der war komplett hässlich. Ich habe gar keine Ahnung. Ehrlich. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie du da aussahst. Der war so perfekt geschnitten, ich durfte nicht ein Kilo zunehmen. Ich habe die ganze Woche drauf geachtet. Ich habe den extra auch 3 Tage vor mir gemacht. War das dieser silberne? Salbeigrün. Salbeigrün mit Schwarz kombiniert, erinnerst du dich? Ja, sieht man schon aus. Schultern, Hüfte, Rücken, alles perfekt mit Salbeigrün Innenausstattung bei Mercedes. Und von hinten, damit du mal siehst, siehst du, wie das an meiner Figur ist? Aber Crop natürlich mag das so. Sieht super aus. Der Anzug ist schön, ja. Safe. Bei Rohat ist die DMs gleich full. Ja, ne? Full. Die Leute sagen ja auch, das ist hier ein Pickel. Das hier. Das ist kein Pickel. Was ist das dann? Muttermal an meiner Zickzack. Hier, das ist ein Muttermal. Stimmt. Sowas wie eine... Ja, doch. Das ist ein Muttermal, Chat. Hier. Das ist ein Muttermal, das ist kein Pickel. Die Leute schreiben immer in den Chat, ich soll ihn ausdrücken. Die Wichser. Seit Jahren. Wie lange schon? Ja, schon lange. Die trollen mich damit immer. Ich sag, das ist ein Muttermal. Was soll ich machen, Digga? Das ist könnte echt... Digga, es sieht echt aus wie ein Pickel jetzt. Sehe ich es auch gerade. Ja. Das sieht unfassbar geil aus. Also steht hier wirklich gut. Wenn ich sag so, wenn ich du wäre, ich würde mir den kaufen. Ernsthaft? Ja, 100%. Der sieht so gut aus. Der passt so, als wenn der sein Leben lang auf dich gewartet hat. Erstmal Preis checken. Ich glaube, es geht. Was kostet das denn? 150. 150 ist so Schnapper, Digga. Das ist ernst Schnapper. Oder laufen zum Auto. Ist doch kein Unterschied zu vorher, wie du läufst. Wie läuft's bei Abo, Jungs? Ja, läuft. Gestaltet sich schwierig, oder? Boah, es geht, nein. Wir haben jetzt die größte. Dann läuft das, dann schauen wir gleich mal. Wenn die größte ihm nicht passt, dann ist krass. Ja, wir sind hier noch nicht fertig, Chat. Wir haben danach noch was geplant, auf jeden Fall. Danach, jetzt überspektakulär, aber danach geht auf jeden Fall noch was. Aber ich würde gerne theoretisch diese noch upgraden, bessere Kamera und so, aber gibt nicht so viel geile Kameras, was Streaming-Equipment angeht. Ja, true. Was denn da drin? Naja, ich kann euch das einmal zeigen, wenn ihr möchtet. Also angefangen natürlich hier mit der Kamera, die ich jetzt schwer zeigen kann. Dann haben wir natürlich den Rucksack als solches, den es ja auch nicht für umsonst gibt. Dann haben wir hier drinnen 3 Powerbanks. Die Powerbank läuft immer. Also das ist die Haupt-Powerbank. Sollte die alle sein, haben wir eine zweite Powerbank. Dann haben wir hier noch eine Powerbank für die Lüfter und für den Router mäßig. Das haben wir jetzt hier drinnen. Halt die Kabel. Und dann haben wir hier vorne halt drinnen die Live-Schaltung. Live U heißt das. Ich glaube, das ist Master X, kannst du mir bei WhatsApp nochmal schicken, mit das teuerste. Dann haben wir hier Lüfter eingebaut, die ganze Zeit laufen, dass das Equipment nicht zu heiß wird. Eigentlich unnötig, den jetzt laufen zu lassen, aber aus Gewohnheit laufen hier und da die Lüfter. Für den Sommer, dass das nicht zu heiß läuft. Und hier vorne haben wir halt den Router von Netgear, wo 3 SIM-Karten drin sind, damit wir halt im Idealfall Großteil der Zeit stabiles Internet haben. Das ist der Rucksack. Und dann halt noch die ganzen Kabel und so. Das ist der Rucksack. So, was schreibt er? Okay, ja, also diese Live-Schaltungs-Ding, was wir da haben, das ist das teuerste. Bei denen telefonierst du? Willi, guck mal. Was geht, Willi? Sag mir nicht. Du hast aber auch einen Anzug. Er hat einen Anzug an. Doch, ich schwöre, er hat einen Anzug an. Aber korrekt, dass er uns auch aktiv verfolgt, was wir machen, Alter. Ja, ich bin auch selber gerade am Stream, aber ich finde das verrückt. Ich monte, dass du dich auf diese 2 Versicherungsbezüge einsetzt. Okay, jetzt ist Abu an der Reihe. Okay, kannst kommen. Boah, Mashallah. Hammer. Boah, Bruder. Kommt richtig gut. Sieht auch gut aus, Bro.
Er hat auch richtig breite Schultern, bei ihm sieht das gut aus. Ich kann auch den hier zumachen, aber dann darf ich nicht so viel reden. Also sieht auch wirklich Maschallah aus, Digga, sag ich ehrlich. Aber, und da bin ich nur ein ehrlicher Freund, wird besser aussehen mit weniger Bauch, Bro. Ja, ja klar. Alles sieht besser aus mit weniger Bauch. Ja, ich sag's ja nur. Also ich sag mal so, wir können uns alle glücklich schätzen, dass du überhaupt was in deiner Größe hier heute gefunden hast. Ja, 100%. Ja, ist ja so, ne? Ist ja nicht selbstverständlich. Das geht, glaube ich. Also die Naht, ja. Oha. Oha. Die gute Größe, ne? Ja. Ja, doch. Der ist nicht. Also mit gutem Gewissen gleich noch einen Burger essen. Noch einen Burger. Aber ich würde sagen, Monty, du ziehst ja gleich noch einen an, oder? Ja, von mir aus. Weil lass uns mal einen zu viert machen, ein Foto mit Anzug hier. Ja, Mann. Welchen soll ich denn anziehen? Was habt ihr noch rausgesucht? Ich sag den weißen. Peach. Sicher? Der weiße ist sehr ernst. Wir haben ja jetzt hier noch Chat. Macht eine Abstimmung, Chat, sonst, Mods. Wir haben jetzt hier noch einmal den in Peach, in Weiß oder in, was ist es für eine Farbe? Lion Beige. Ich glaube, Mods ist meine Abstimmung, aber ich glaube, die Abstimmung, ich weiß schon, was bei rumkommt. White Peach, wie eventuell die neue Gönnergy-Sorte, man weiß es nicht ganz genau. Ich denke Peach. Peach, sieh. Oder wir warten noch kurz auf die Abstimmung. Mods, schläft ihr oder was? Wo ist denn die Abstimmung? Ah, man hat Zickzack. Ah, perfekt. Ey, cool. Cool, dass da nur zwei Sachen drin sind. Master Excel, da wird jemand für den Kopf herhalten müssen, sag ich ehrlich. Wir nehmen den Peach. Das erste, wir haben ein Foto, wo wir Anzug- und Jogginghosen-Sachen tragen und jetzt haben wir einen Anzug-Foto, meine ich. Ja, stark. Okay. Ja, schön, dass ihr beste Freunde seid. Bitte, zeig mal her. Guck mal, ob ihr sowas seht. Oder das. Ist das dein Ernst? Ehrlich jetzt? Ja, ehrlich jetzt. Bergheim oder was? Ja, unter anderem. Fehlt da nicht noch ein bisschen Stoff? Nö. Schon. Warte, das für den Mund anziehen? Ja. Ja, ist ja fresh. Was würde er anziehen? Das ist oft so Rebi-Style. Ja, deswegen. Ich habe selbst einen nicht so geraden Gang, aber eigentlich kann man geht so, ja? Okay. Es ist selbst kein gerader Gang. Aber Robert geht so. Ja, okay. Und wenn er läuft? Okay. Das ist geisteskrank. So laufe ich jetzt. Sag mal. Okay. Ja, ich bin bereit. Ja, Tim, wie er rauskommt. Ja, chill. Einfach Tony Montana. Ey. Krank, Alter. Wo ist mein Koks? Der sieht aber die Mütze kackt so rein, Monty. Ehrlich, ja, also die Mütze muss er abnehmen. Deine Haare sind nicht mal so schlimm. Oh, die sind zu grau. Nein, ehrlich, nein. Auf Ernst so, sogar. Auf Ernst sogar viel besser ohne Mütze. Wallah, besser ohne Mütze. Muss Wachs rein. Wallah, viel besser ohne. Soll ich dir sagen, was cool ist? Die Kragen, die rausgucken. Safe. Die finde ich, die machen das nochmal so ein bisschen. Und ich fühle mich auch einfach. Was, du hast meine Frau gefickt? Der gefällt mir echt gut, auch mit den Tattoos und so, das kommt eigentlich echt schön, ne? Ja. Wenn ich jetzt noch die Haare mit Gel wirklich schön machen würde. Auf Ernst, sogar lässig so, wenn so auf Trockenschnitt sieht sogar gut aus. Ja, ehrlich. Schon, aber ist halt, ne? Ich habe auch die Seiten nicht auch fresh. Couple. Aber besser als der erste sogar, wirklich. Safe. Auch die Lachsfarbe steht mir gut. Die feiert mein Peach. Das ist respektlos. Dann den nehme ich auf jeden Fall mit. Cool. Sag Bescheid, Beinberg. Ich bin bei dir. Okay, los. Wow. Das ist ein richtiger Breitenberg-Anzug. Aber es ist verrückt, wie unspecial es bei ihm aussieht, weil er immer so aussieht. Ja, wirklich, ja. Also es steht dir unfassbar gut, aber es ist an dir kein besonderer Look, weil du immer gut gekleidet bist. Ja, fein gekleidet bist, penibel gekleidet bist. Aber ich finde, die Schuhe sehen richtig gut aus sogar. Also ich finde die Schuhe, ich feiere die. Ja, safe. Ich finde die viel, viel schicker als diese hier. Die euch bei diesem Look machen. Nee, ich finde die super. Look, ja, finde ich die auf jeden Fall besser. Ich finde diese classy Looks und Double Mons. Ja. Das ist halt classy, ja. Business und das ist halt Double Mons. Und was sind meine Schnürsenkel? Auch super. Ich finde alle Schuhe schön. Never out of style. Also du hast wirklich zugenommen, Breitenberg. Ja. Wirklich, wirklich. Okay. Wieder zugenommen? Ja, ja. Schwarz. Doch, ja. Auf Ernst. Das hat man vorher nicht gehabt. Also echt? Ja, wirklich. Ja, hat zugenommen, ne? Ja. Ja, es ist. So. Boah, was machen die denn jetzt? Ich sag nicht, dass es jetzt hier gleich runterrutscht. So, Chat. Ja, gut. Okay. Zeig mal das Foto insgesamt. Das ist gut geworden. Oha.
Sehr, sehr Maschallah, Digga. Das sieht schon krass aus. Sieht Maschallah aus von uns allen. Das ist mein Lieblingsbild. Was müsst ihr mir nochmal rüberschicken? Digga, ich frag mich nur, wo mein Hals ist. Ich werde auf jeden Fall den Anzug kaufen und bei Gelegenheit auch mal tragen. Also auf Ernst. Habt ihr auch einen guten Taste gehabt? Diese Lachsfarbe oder Peach steht mir gut. Also alle krass aus. Aber ich fand am meisten Veränderung, am heftigsten fand ich den Unterschied bei Rohat. Sag ich ehrlich, fand ich bei Rohat. So. Und Abo, was war das für dich für eine Erfahrung? Bruder, das war eine sportliche Erfahrung, gerade ich schwitze. Früher beim Einkaufen habe ich aber auch mal geschwitzt beim Einprobieren. Du schwitzt auch? Ja? Ja. Ist verrückt, wie unterschiedlich man jetzt aussieht, ne? Ja. Ich sage euch, in 2-3 Jahren habe ich euch so weit, dass ihr Anzüge tragt. Auf gar keinen Fall, Digga. Aber ich muss ehrlich sagen, diese Jacke gefällt mir richtig gut. Ich habe die Jacke bei Balenciaga gesehen, habe gesagt, die benehme ich. Und dann stand ich an der Kasse und war erstmal im Schock. Weil, die hätte ich nicht... 3-4K so. Ne, die hat 2.500 Euro gekostet. 2.500, krass. Da war ich schon auf jeden Fall erstmal ein bisschen im Schock. Du hast aber ein weißes Prada-Hemd, glaube ich, das ist Hammer. Das ist mein Lieblingspiece. Das Teil ist Hoodie. Ja, das ist Hammer. Das habe ich bei Revi, hatte das damals an, habe ich ihm das nachgekauft und jeder denkt jetzt bei dem Hemd an mich mäßig. Und ja, an Revi. Wollte ich dir auch mal nachkaufen, dann dachte ich, komm, mach lieber nicht. Das gibt's auch noch als geschlossenes Hemd. Ich habe es ja als offenes, auch noch als geschlossenes Hemd. Mhm. Ein fettes Monte L in den Chat für den krassen Support hier vom Laden und dass sie auch uns drinnen gelassen haben, obwohl sie schon geschlossen haben. Das ist sehr, sehr nett. Also da mal ein Clap und ein Monte L in den Chat. Ich sag schon mal Tschüss und ich bedanke mich sehr für den Support. Ich tausche mit Breitenberg die Nummern aus und hole dann die Sachen einfach, also das Outfit ab. Sehr, sehr nett. Dankeschön, mein Bester. Dankeschön. Und danke auch an den Chef, der jetzt schon abgehauen ist. Sehr, sehr geil. Hat richtig Spaß gemacht, Digga. Das war eine coole Erfahrung, Chat. Ich glaube, ihr habt das auch enjoyed, oder? Die hat Breitenberg mir geschenkt. Ihr wisst ja, ich bin Tekken-Fan. Zeig mal von der anderen Seite. Aber keine bezahlte Werbung, die Schweine. Aber bitte, du weißt, wir brauchen noch mal eine Revanche, ne? Es gibt keine Revanche, ich habe dich so vernichtet. Also, Video gibt's bei YouTube. Einfach mal eingehen, Abo Guko, Montana Black Tekken. Und dann seht ihr eine Vernichtung. Vernichtung war's nicht, du hast knapp gewonnen. Das ist so Cap. Ich habe alle rasiert, alle. Auf Ernst. Bro, sag jetzt ehrlich, wie sehr habe ich dich vernichtet? Auf 1 bis 10. 10 ist das Schlimmste. Damals, wir kannten uns noch nicht so gut. Nein, das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Sei ehrlich. 1 bis 10, wie sehr habe ich dich zerstört? Du hast, glaube ich, mit 2 Punkten im Vorsprung gewonnen. Ach, das ist so. Hallo, moin, moin. Oh, ein Feini. Oh, so ein Feinichen, der ist ja noch ganz jung. Ja. Wie alt ist er? 6 Monate. Halt mal ganz kurz, film einmal den Hund streichen. Ist das okay, wenn ich den Hund streiche? Ja. Ja? Super, danke schön. Gerne, schönen Abend wünsche ich noch. Ne? So ein Feinichen bist du. So ein Feini. Dankeschön, ciao. Ist auch noch eins machen, Sigi, oder? Ja, mit euch rein zusammen. Ja, komm. Gut, alles klar. Schönen Abend euch, ne? Ciao. Das war der echte Ersigi, den kenne ich sogar. Ja, normal. Von TikTok. Der hat deine Map gemacht. Mehr du als du, oder? Nein. Das ist der, der den Mund danach macht. Ja, genau. Ja. Der hat auch schon mal, haben wir auch schon mal ein Foto vor Schenefeld gemacht. Kommst du da, ne? Ja, alles gut. Du musst, aber du musst doch deinen Stuhl nach vorne. So. Ja, oha, zwei Wolle, komm auf dich, hier sitzt er, warte. Jetzt mal Spaß beiseite, Monte. Ja. So kurzfristig wie dieser Mann hier, was das geklärt hat. Breitenberg hat heute mies gerettet, Digga. Wirklich, sehr, sehr cool. Mies gerettet. Wir machen hier, Rohat, so. Wie heißt der Anzugladen? Achso, hier nochmal Props. Wie heißt der Anzugladen? Suit Supply. Was? Suit Supply. Suit Supply? Richtig. Suit Supply. Vielleicht kann einer der Mods einmal die Seite raussuchen und dann könnt ihr 5 Sterne mal lassen da bei der Seite für den krassen Support. Also war wirklich babamäßig. Richtig geil, Digga. War wirklich eine richtig coole Sache, dass die das geklärt haben. Und ich muss auch sagen, ich habe den Jungs gestern Abend geschrieben. Jungs, Bock heute was zu starten, eventuell IRL-Stream. Da meinten die ja, dann haben wir so ein bisschen geliebäugelt, was wir machen. Ich hatte auch eigentlich, also das können wir eigentlich auch nochmal wiederholen, bowlen gehen. Mhm. Die Kamera einfach hinstellen und zusammen bowlen. Ja. Das Einzige, was scheiße ist, habe ich auch... Dass es so laut ist. Ne, das ist egal, scheiß drauf. Es geht ja eher ums Bowlen und ich kenne auch die Bowlinganlage in der Woche, kann man auch vielleicht sagen, mach die Musik mal ein bisschen leiser, auf entspannt. Am Wochenende ist aber nur Party hart. Was richtig kacke ist, wir kriegen die Punkte nicht eingeblendet. Also wir müssten dann jedes Mal, muss ich in die Kamera sagen, wie viel steht. Wir bräuchten die Anzeige, wie es beim Bowlen steht. Einfach zweite Camps, ne, 2 Camps am Streaming-Rucksack. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, ich glaube, das ist nicht möglich. Aber die Mods können doch mitzählen, das sieht man doch, oder? Ja, aber das ist so Krise, das will man schon eingeblendet haben. Geiler ist, wenn man wirklich, ja, genau, richtig. Ja,
Master Exe, sofort Antwort. Warum ist da nichts im Chat am Stehen? Mods? Master Exe, hallo? Er schreibt was? Oh Gott, Master Exe, Digga, das war's komplett, sag ich dir ehrlich, Digga. Da kommt die Kündigung aber ganz schnell. Geht aber, ist komplex. Ja, okay, ist komplett, komplex wie Modarbeit. Wo fährst du eigentlich längst? Hier ist gesperrt. Uff, ich weiß auch nicht, was du... Hier ist gesperrt, hier war mein Therapeut. Und da vorne ist... Digga, ich hab mich verfahren wegen dem scheiß Navi, ich sag dir ehrlich. Digga, sag mal, Head-up. Hier ist beruhigte Zone, Digga, hier darf er gar nicht fahren, Alter. Nein, sei doch mal ruhig. Digga, dann fahr du doch jetzt, Amina. Was fickst du mich denn so jetzt? Was verdeckst du da? Gar nichts, alles gut. Okay. Guck mal, die hassen dich schon, die Ohren. Ja. Ja, er fährt aber 20 in der 50er-Zone und dann verdeckt er, als ob er irgendwie 90 fährt oder sowas. Ja. So. Okay, also, wir werden Indoor-Golf spielen. Und nicht dieses Indoor-Golf-mäßig mit Rasen, sondern virtuell. Ich hoffe, das Internet passt hier, Digga. Hoffentlich haben wir hier kein Mäuschenmeier-Internet. Also, die meinten, mit Handy haben sie ganz normal empfangen. Okay, dann ist gut. Ich gehe davon aus, dass dein Blut daran deutlich mehr. Okay. Das ist hier voll die noble Veranstaltung. Moin. Hallo, moin, moin, moin. Hallo, moin, moin. Moin. Hallo, moin, moin. Also, weiß ich, was ich wieder habe. Hallo. Habt ihr es gut gefunden, ne? Moin, hallo, hallo. Alles super, ja. Seid ihr da geheizt, oder was? Nö, eigentlich nicht. Moin, hallo. Okay, wo ist die Location, wo wir hingehen? Wo ist unser Bereich? Okay, so sieht das hier aus. Was mich interessiert, spielen wir mit einem echten Ball? Ja, mit echten Schlägern. Das ist im Grunde genauso wie draußen, nur drin. Aber schlagen wir mit voller Kraft einen Ball in diese Leinwand? Ja. Mit voller Kraft. Okay, und so ein Ball entwickelt ja auch richtig Momentum, oder? So. Hat schon mal jemand ein Loch reingeschossen? Ja, aber nicht nur Ball, sondern mit Schlägerkraft. Aber mit Schlägerkraft, ja. Nachname war? Panik. Ah, du hast hier der Eigentümer? Genau. Ja, freut mich. Ja, genau. Und okay, ich hatte... Ich habe den Bums hier aufgemacht. Genau. Und ich hatte mitgegeben, ich dachte, du wärst Golfspieler, du warst Fußballspieler. Fußball, ja. Österreichische Nationalmannschaft, genau. Irgendwie so? Genau. Cool. Das hast du immer vorbereitet, ne? Ja, ein bisschen, immer. Hast du auch in der Bundesliga gespielt? Ja. Wo, warte, der Name sagt mir nämlich was, Martin Harnik. Hast du nicht letztens auf ihn getippt und verloren? Nein. Ich habe mit Max auch zusammen. Mit Kruse? Ja. Bei Bremen oder ja. In Stuttgart war ich lange. Ah, jetzt. Da war ich, sag mal, der Nachname sagt mir was, ja. Das war meine beste Zeit, dann war ich jetzt einer nach HSV. Und, du hast auch noch, bis vor kurzem noch gespielt, vor 2 Jahren oder 3 Jahren? Dreieinhalb? Ja. Ah, okay. Cool. Geil. Und die Liebe zum Golf, die parallel zum Fußball entdeckt und dann... Die kommen mit dem Geld. Relativ am Ende so, zum Karriereende. Und ja. Dann habe ich eigentlich so diese Technik kennengelernt und habe dann gehört, dass man halt so Simulatoren sich auch zu Hause anschaffen kann. Ja. Habe mir zu Hause so einen Simulator in die Gartenhütte gebaut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, im Winter geht halt gar nichts draußen. Ja, ja. Und dann habe ich halt die erste Halle in Norddeutschland. Geil. Das heißt, es gibt's die nicht, außer bei dir hier. Nein, ich war der Erste. Wir, okay. sind jetzt nächste Woche, sind genau 2 Jahre geöffnet. Und jetzt mittlerweile gibt es 5, 6 Hallen in Norddeutschland. Ja. Also Hannover, es gibt noch eine in Hamburg und sowas. Also es kommen schon ein paar mehr. Ja, aber, ich muss einmal kurz. Es ist halt so ein bisschen so wie die Soccerhallen früher. Ja, also, kommt jetzt eine nach der anderen. Kommen jetzt. Zwei Herr Rohrt. Ist halt jetzt bei den. Also je weniger Musik, desto besser, ja, für den Copyright. Ich habe hier oben jetzt alles ausgemacht, gesehen. Ich sollte eigentlich passen, ja. Sollte eigentlich passen, ja. Oh, der war krass. Willst du uns mal zeigen, wie man so einen Ball schlägt? Aber sind wir nicht ein bisschen der Profifußballer, der uns Golf beibringt? Ja, das ist, Martin Harnik kennt man auch, Chat. Ja? Ja, auf jeden Fall. Hundertprozentig. Ich glaube, ich habe dieses Jahr locker 20, 30 Fußballer kennengelernt. Ich habe also die Hände eher starr, die Handgelenke und die Bewegung aus der Hüfte. Am Ende lässt du sie eigentlich ein bisschen los. Ja, okay. Hau mal rauf. Ja. Oh, halt. Wichtig ist immer nur auf dem Ball. Ganz wichtiger Tipp, immer Augen auf. Abu, pass auf. Hinterher. Ja, alles gut. Stell dir gerade den Schläger zu schräg. Ein bisschen auseinander, die Beine. Ja, sie vom Stand her schon mal ganz gut. Nur auf dem Ball gucken. Du brauchst nichts anderes. Krass. Kein Wunder, dass wenn man so dagegen schießt, da Löcher rein können. Die Kamera hat nicht mal registriert, dass du geschlagen hast. Sorry, meines Lebens bekommen, Digga. Ey, das war's mit mir heute. Daumen drauf stricken. Ja, genau. Daumen sind runter, ja, gar nicht so schräg. Nur mach ich gerade. So. Ja. Bleib stehen. Stehen bleiben. Das war überhaupt nichts. Augen nur auf den Ball. So ist richtig. Hochgeschaut. Ja, komm wieder hochgeschaut. Hey, Maschine. Schlecht. Ah. Nee, ich brauche immer jetzt, pass auf.
Ich werde gut treffen, Chef. Safe. 100%. Wollen wir wetten, ich treffe besser als du? Um 100 Subs? Ja. Krass. Boah, Digga. Der ist im Buxtehude gelandet. Das war am Anfang, ne? Das schwerste Treffen. Sehr gut. Lass mich mal. Alles gut. Crazy. Du gehst, umso schwerer wird es natürlich. Toll. Auch gut. Das Ding ist, am Anfang ist halt wirklich wichtig, den Ball zu treffen. Ne? Ja, ja, am Anfang ist nicht wichtig, wo er hinzieht, sondern einfach nur. Reidi. Reidi. Dein Handy. Achso, okay. Also, ich sag dir ehrlich, keine. Also, das, ja. Ja, das ist schwer, Digga. Ich sag doch. Ist gar nicht so einfach, ne? Ja. Nee, ich hätte auch alle, und merkst du, wir alle haben in die linke Richtung geschossen. Ja, wir alle. Ja. Außer Roat. Es fühlt sich auch nicht selbstsicher an, so. Die anderen Leute, wenn du anderen Leuten zuguckst, uns. Minigolf, so. Nee, das ist eher so das kurze Spiel. Ja. Das machst du dann machst du auch die Füße zusammen, also okay. Dann machst du das, dann so also viel Gefühl machst. Okay, ja. Aber wenn du wirklich einen Ball schlagen willst, dann brauchst du auch ein bisschen Power. Das ist okay. Musst du auch so breiter schlagen. Ja. Ja. Ne? Und dann kommst du auch richtig, drückst du dich auch richtig in den Boden rein. Ja. Boah, richtig scheiße. Der war doch. Boah, der fliegt also, auch. Wichtig ist am Anfang nur Beistreffen. Jetzt packt ihn der Ehrgeiz. Ja, das ist wieder schlecht, machst du den rein wie sonst was und dann so eine Kacke hier. War das 124 Meter? Der war gut, der war gerade noch, ne? Crazy. 140 Meter, da ist er aufgekommen. Und das ist halt auch das Geile an dem System. Also jetzt auch gerade für die Jungs, die halt wirklich golfen und das quasi trainieren wollen. Du siehst halt die ganzen Zahlen. Das sind alles die Zahlen von deinem Schlag. Ne? Also die ist natürlich, wie weit er geflogen ist. Auch die Ballgeschwindigkeit, wie schnell der Schläger gekommen ist. Ne? 108 mpa? Also 160 meine, km/h? Meine. Es gibt doch noch die Schläger. Das war aber der Ball, ne? Also wie schnell der Ball weggeflogen ist. Und der Schlägerkopf halt 83 Meilen. Also deswegen, das ist. Hast du nicht die Schläger mit dem fetten Kopf unten? Hast du den da? Ja. Kann ich damit mal schlagen? Willst du jetzt schon? Ich sage, ja. Ja, ja, 100. Ich sage dir, halt mal Rohat. Oha. Das schon, das schon. Aber sind das Anfängerschläger oder Profischläger? Ich habe auch Angst, dass. Boah! 100 Meter? Doch, steht da schon. 100? Nee. Oder nicht? 144 Meter. 154? Das ist krass. Ich habe auch nicht schlecht. Ist das gut? Aber du hast halt auch die meiste Masse zum Schlagen. Das ja, immer, okay. Nein, ist ja auch abnehmen, gut. Was? Wenn ich Uhr und Ring abnehme, dann ist es vorbei. Es war noch dieses Soft. Man kann nichts kaputt machen, oder? Ja. Der war. Nee, vielleicht 20 Meter oder so. 91 Meter. Aber das war gar nicht so doll. Man kann noch. Lass mich mal einmal. Ja, man hat so Hemmungen, ne? Ja, man hat Hemmungen. Lass mich mal, Brady. Okay, jeder ein. Die Power kommt aus dem Bein. Der war schon doll auch. Ich sag 120. Boah, was hatte Breiti? 91. Okay, zweiter Platz. Du hast 104? 104, ja. Okay. 104. Ich sag Rohat, 3 oder 4. 3 oder 4 Meter? Ja, ja. Ach stimmt, ja. Cool, dass er wieder da so ein bisschen nimmt. Meter? 15 Meter? Hat schon mal jemand weniger geschafft? Bruder, hast du die Challenge irgendwie verwechselt? Bruder, ich hab nichts gegeben. 15 Meter, Digga. 15 Meter. 15 Meter ist heftig. Mach mal einmal richtig doll. Will. So, zeig her, Rohat. 15 Meter geht's zu toppen. Geh rüber nach 50, geh weiter. Komm, 15 Meter. Oh, das ist gut. Ich sag 20. Einfach 30. Ich sag 20. Hat er nicht mehr, oder? Ohne Bewertung ist auch heftig. Und weißt du warum? Dort oben links die Ecke. Ohne Wertung ist respektlos. Das ist ja noch schlechter als die 15 Meter. Danke sehr. Krass. Ich sag 25. Nee, 46. 48. Hast du wie ich geschätzt habe? Ich habe 46 geschätzt. So, jetzt haben wir hier den absoluten Profi. Bist du ein 300-Meter-Schläger, oder was? Oh, da muss ich mich schon mies anstrengen für, ne? Schaff ich nicht. Nein. Wie ist dein Name? Morris? Morris, ja. Boah, zeig mal, ob du jetzt Chuck Norris bist. Chuck Norris oder Morris? Boah.
Oh mein Gott, Digga. Digga, von wo kam der? 261 Meter, holy shit. Digga. Und das war der Anfängerschläger? Das war der Anfängerschläger. Ja, er hat schon seine Pippen. Ja, das ist deiner. Ich hau mit dem Ding. Aber ich check dir noch, was ist denn der Unterschied? Ja. Reicher. Der, weißt du, der kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich bin kein Experte, was das Programm angeht. Ich kann mal draufhauen. Die sind härter. Also 261 Meter ist aber schon ordentlich, ne? Also das heißt, der muss zwei, drei Mal gemacht haben. Auf jeden Fall. Aber das ist ja einfacher mit dem. Der ist für, nee, der ist für eine höhere Aber pass auf, ich hau mit dem auch nochmal. Ja. Mal gucken, ob das das Gleiche ist, glaube ich. Ich glaube sogar, der war mehr. Ja, hatte ich auch das Gefühl. Ne, 244 Meter. Ja, also ist für den Anfang ist okay. Ja, ich sogar ich akzeptiere das. Aber mein Highlight waren die 15 Meter von Rohat, sag ich ehrlich. Ja, aber das war gut. Man muss jetzt mal wirklich sagen: 148, ja? Dem, wenn ihr es das erste Mal macht, den Ball zu treffen, ist echt schon. Ist schwer? Gut. Ist echt schon gut. Das ist ehrlich? Ja, doch. Doch, wirklich. Also den Ball zu treffen, ist wirklich schon gut. Also, kann ich vielleicht noch eine Cola haben oder irgendwie ein Red Bull oder irgendwas? Also ist das gut gewesen, was ich gemacht habe? Top. Ja. Das ist Cap. Ja. Man will halt auch mit viel richtig Kraft schlagen. Ja, ja, ja. Boah, Baguette. Hast du ihn mal getroffen? Doch, doch, er hat angetroffen. Ah, ja, ja, ja. Hast du dich irritieren lassen von dem Geruch von dem Baguette hier? Ja, ja, genau. Andersrum. Oh, der war stark. Der war sogar hart. 98. Oh, es ist schon competitive. Ich würde schon gerne auch an 140 Meter kommen wie von dir. Ja, ja, und 140 ist erst Aufwärmung gewesen. Oh. Also ich schaue ab und zu auf Instagram so mal ein, zwei Mädels zu den Goldstehen. Die machen alle mal so. Nochmal? Nochmal? Sag mal wie, meinst du? Nochmal. Ich schaue, ich bin vergeben, ich schaue keine Mädels an. Ne? Die Goldstehen, aber ja. wenn ich früher geschaut habe... Guck mal jetzt dein Bein, bitte, guck mal jetzt dein Bein. Nochmal nach. Ist das respektlos. Du weißt doch nicht, wie das geht, keine Ahnung. Nee, ich mach grad, guck jetzt. Ich stell mir vor, das Rohr kommt. Sehr lecker. Ist gut, ne? Hm. Ah, jetzt habe ich es. Was machst du mit deinem Bein da, bitte? Ah, hier. Ja, das war er. Ja, war gut. Boah, wenn man auf den Ball guckt, ist es einfacher. Ne? Ich sitze sitz in meinem Streaming-Raum und denke, Alter, hier guckt. Achso, weil er die ganze Zeit blubbert, oder? Und dann zündet er sich dann eine Pfeife an. Nein. Wo ist der? Boah, Ball verschossen. Wahnsinn. Das ist ganz selten. Wie, das ist selten? Ganz selten, das ist Checkpoint. Das ist halt mit dem Handy heutzutage extrem schwer. Oh, oh. Ja, du tastest dich ran, das ist sehr gut. Das sind, ich sag, das sind 57. Ich bin so krass in Schätzen. Oh. Alles gut. Boah, oh, Nachschlag. Das ist immer so vom Gefühl her, dass du nicht in den Boden haust. Weißt du? Das ist du kannst ja sagen, wir sind mein, aber ich bin so. Ja, stell auf den Tisch, ja. Einfach raus. Nee, nee, hier einfach so. Die atmen wir schnell weg. Ja. Ich motiviere dich ein bisschen Rohr an. Aber ihr wollt sie wegen Karo schaffen, ne? Ja, ja. Oder mit Pilze und so auch. Hammer. Der war der Beste bis jetzt, glaube ich, ne? Wisst ihr doch, das lachen sie nicht mehr, weißt du? Oha, Rohr. Ja, ich komme rein. Zack, er schon. Ja, aber ein bisschen flach. Das ist nicht das Ende, aber schon ein bisschen viel Ball. Ja, ich verstehe, ja. Digga, der war stark, glaube ich. 117 ist gut. Was haltet ihr von der Challenge? Ja, wer am wenigsten Meter macht, zahlt das Essen. Ja, können wir machen, ja. Wer am wenigsten was macht? Meter, also wir gucken auf Meter. Oder was wollt ihr sonst nehmen? Nee, am Meter ist gut. Ne? Und jeder hat drei Versuche, oder was? Jeder drei Versuche, machen wir Reset. Jeder drei Versuche. Jungs, ihr habt ja die Pizza weggeatmet, Alter. Wir haben nur meine gegessen. Und Chat, was sagt ihr? Ist echt cool, ne? So, virtuelles Golf. Also Challenge jetzt? Ja, wer die meisten Meter Challenge macht. 4 Minuten, jeder hat 4 Minuten Zeit für 8 Schläge. Oh, okay. Und der beste Schlag gibt's. Also mit den meisten Metern? Der mit den meisten Metern. Oh, okay. Ja, er muss aber auch, ist wie so ein Rugbyfeld, er muss in diesem Feld auch drinnen liegen bleiben. Also gerade, gerade. Genau, also relativ gerade. Ein bisschen Platz ist, aber wenn er jetzt natürlich 30 Meter nach links fliegt, ist er Maus. Okay. Ja.
Okay. Wer will anfangen? Ja, super, kein Auto. Wir wetten, wer die wenigsten Meter macht, bezahlt das Essen und muss jedem 20 Subs giften. Okay. Mit Subs bin ich raus. Aber Essen ist okay? Nein. Los geht's, Mann. Ich bezahle das Essen. Nein, wir machen einfach, wenn Abo verliert, zahlt er so oder so. Und wenn einer von uns verliert, der zahlt. Okay. Okay, ja. Der war gut. Wer muss rollen? Boah, 100 Meter ist aber gut. Das war nicht schlecht zu Anfang. Okay. War das nicht sogar jetzt dein bester Schlag bis jetzt? Ja. Doch, 120 ist der beste. 20 war bis jetzt der beste. Du hast 4 Minuten Zeit für 8 Schläge, ne? Ja. Sprinter gezählt als Schlag? Das Geile ist, dass man auch Zeitdruck hat, ne? Digga, ich dachte, 4 Minuten davon lang. Davon lässt er sich nicht beeinflussen. Nee, 120 ist auch okay erstmal. Oh ja, oh ja. Der war Weltklasse, sag ich euch. Guck mal hier! Ich sag 140. Ach, der ist noch schlecht. Oh, stark. Geil. Oh, Alter. Was hab ich gesagt? 140? Ja. Was hab ich gesagt? Oh, hallo. Ich hab das gecallt. Komm, Junge, du bist im Flow. Ich hab das gecallt. Du bist im Flow, komm, belohn dich. Dieser Krumm hier. Ja, da ist ein Hoch, da ist ein Hoch. Ja. Da habe ich da kurz den Rohr gemacht. Scheiße. Das war's. Ist out? Ja, das ist out. Ja, ist out. Oh ja, oh ja, der wird's. Ich glaube, der wird sogar mehr als der. Ja, natürlich. Der rollt. Ja. Oh, yeah! 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 Crazy, Digga. Okay. Ich wusste, dass es noch besser geht. Ja, egal. Alles gut. 155 ist eine Vorlage. Wie geil das auch mit diesem Rasen und so hier ist. Schon, so ist das. Ist ein geiles Spiel. 155 Meter geht's zu toppen, Abo. Ja. Na, guck mal, er geht gleich auf. Er will direkt 200. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, muss man ihn lassen, ne? Oha. Da scheißt er direkt mal Monte auf dem Hof, Alter. So ein Ich hab gesagt, wenn ich Uhr und Ring abnehme, dann... Aber egal, alles gut. Ich will ja hier, also natürlich will ich auch... Ich will auch gewinnen. Ja, das ist 80 Kilo gegen 180 Kilo. Boah, Lego, Alter! Mal, der ist noch besser, glaube ich, oder? Guck mal an. Sagt er die 200 noch, oder? Ja, Logo. Boah, Abu, Alter, heftig. Das ist die Schwungmasse. Die Schwungmasse ist es. Wo ist der andere? Wo ist Chuck Norris jetzt? Digga. Komm, du machst 250. Krass, Digga. Aber 150 in die Seite ist auch gut, ne? Das war schon nicht ohne von ihm, ne? Sehr gut. Wie viel Zeit noch? Was Zeit? Oh, du kannst jetzt auch ein bisschen entspannen. Ich glaube nicht, dass das noch jemand toppen wird. Kannst du ein bisschen feiern. Sehr gut. Out. Ey, sie sagen, kein Anfänger schlägt 200. Ja, aber kein Anfänger wiegt auch 200. Ich glaube aber schon, ich bin auch der Meinung, ich habe dich schon öfter auf dem Golfplatz gesehen. Jetzt kommst du mit rosa Polohemd. Ins Geheim, mit rosa Polohemd. Ich kenne den Hausmeister. Aber das ist auch die Masse hinterm Schlag, oder? Der war auch gut. Der ist echt gut, ja. Er macht schon gut, er nimmt schon sein Körper. Abu ist auch Sportler. Man muss wirklich sagen, er nimmt seinen Körper gut mit. Ne? Also jetzt mal Masse hin oder her, aber... Er ist ja auch Ringer. Ihr macht halt viel aus den Armen gerade. Ja. Das ist halt auch normal am Anfang, aber er macht schon richtig. Er nimmt halt seinen Körper mit. Die Hüfte. Er nimmt seinen Körper mit. Mhm. Ja, ich merke das schon, ja. Schön reingeknallt im Winkel. 112 mph, der war schnell. Habt ihr hier schon mal jemanden gehabt, der den Schläger nach hinten geschmissen hat, auszusehen? Ja. Aber so verletzungstechnisch auch, oder? Siehst du da oben? Ja, sehe ich, ja. Da ist der Schläger. Aber so verletzungstechnisch nichts, ne? Nee, aber es war auch so ein Event, also auch Anfänger halt. Mhm. Einfach direkt ausgeholt und Boah. Schon gehabt. Boah, 104. Aber der rollt. Aber wird schon anstrengend, ne? Hä? Ja, so oft hintereinander? Vor allem auch mit der Zeit. Nee, oder? Doch, einen hast du noch. Ja. 40 Sekunden. Aber Digga, krass.
Obwohl ich versucht habe, schnell hinterher. Geh ruhig weiter ein Stück nach vorne. Geh ein Stück weiter nach vorne. Ja, ja. Ja, guck mal da, so ein bisschen auf dem Bildschirmhöhe sogar. So. Besser Schlag ist zu Ende, glaube ich, ne? 229. 229 war schon echt übel, Digga. Also schon Respekt. Das habe ich auch zum Schützen. Was war der beste von mir? 160, glaube ich, etwas über 150, ne? 155. Das ist schon, Digga, das ist schon ein krasser Unterschied nochmal zu deinem. Ja, das stimmt. Das ist auch, also deiner ist ein krasser Unterschied. Ich über 200 mache. So, Breitenberg. Boah, der wäre, glaube ich, gut gewesen, als du getroffen hast. Hier, Entdeckung ein bisschen. Ja, aber es ist die Ballgeschwindigkeit, ne? Also umso besser du ihn triffst, umso schneller fliegt er weg. Was ist so eine normale Geschwindigkeit, wenn man ihn gut trifft? Ballgeschwindigkeit? Hm? 170, 180. Hm, heftig, ja. Kann ich schießen? Ja, aber dann treffe auch wenigstens. Ja, der war nicht schlecht. Guck mal. Schau raus. Wenn der gerade gekommen wäre, wäre der weiter als 150 gewesen. Ich sehe mich schon bezahlen, Alter. Jetzt kommen die Stressfaktoren. Nee, ich glaube, Rohr hat bezahlt, ehrlicherweise. Sagst du was? Nein, ja. Der war out, ne? Der war out, ja. Macht entspannt, Breitenberg. Du hast genug Zeit. Mach nicht so hektisch. Nur auf den Ball schon. Denk dran. Nur auf den Ball. Nur Augen auf den Ball. Bruder, und du wolltest ein Golfturnier veranstalten? Ja. Was kann ich machen, damit der Ball mehr mit sich geht? In diese Richtung zielen, glaube ich, so ein bisschen. Weil, wenn du so machst, dann geht der Schläger, trifft den Ball irgendwie so und dann geht er nach oben rechts. Deswegen mach ein bisschen ein bisschen in die Richtung, dann geht er so mit dich. Also habe ich es gemacht. Was ist nach deiner Stirn los? Schwitzig? Ja, du schwitzt. Warum geht der Mann da in diese Richtung? Weil du da hinschießt. Aber der ist in, 113. Aber was kann man so technikmäßig machen? Der war gut. Oder geht er out? Oh nee. Eine Minute 30 noch, Breidi. Oh nee. Du hast irgendein Problem mit dieser Ecke. Oh nee, nicht wieder. Aber der ist drin. Ah, crazy. Oh, das ist doch gut. Aber Breitenberg hat nicht nur in der Boxershorts einen Rechtsknick, Digga. Oh, auf dem Golfplatz, Alter. Der ist im Gartenteich in Buxtehude gelandet, Breidi. Egal, 127 oder so ist gut. Was war dein bester, Digga? 100? Weiß ich nicht. 15, glaube ich. 115? Nein, 15. 20. Du hast noch 30 Sekunden, die haben dich verarscht. Okay, letzter Schlag. 15 Sekunden, dann mach ganz entspannt, nimm dir Zeit. Spann alles an. 9. Mach dich unsterblich. 7, 2, 3. Ja, ist vorbei. Der war gut. Der war wieder auf die richtige Ecke, da wo du hin willst. Aber wieso ist er mal aus, Alter? Jawohl. Ich hab schon mal nicht verloren. Nee, selbst nicht. Abo und ich sind schon Gewinner. Ja. Das ist ein Duell zwischen Breitenberg und Rohat. 32! Guck mal, Chat, bitte seinen Namen, was auf dem Link steht. Aber er schlägt gerade. Ja, er schlägt wenigstens gerade. Aber das ist auch crazy, Digga. 64, 65 Meter. Ja. Spitznamen. Oh, der hat mich gerettet. Oh, aber du schießt wirklich gut in die Mitte, Rohat, auf Ernst. Ja, ja. Er muss eine Stärke jetzt reinkriegen. Du musst mehr Kraft reinbringen, dann bezahlt Breiti. Mach Stärke 5 auf Goldschläger. Der war gut. Ja, aber der war auf jeden Fall besser. Breitenberg schwitzt gerade. Hey, dreistellig. Digga, das ist gut. 100, das ist crazy. Du bist ein Meter von Breitenberg seinem Besten entfernt, glaube ich. 126 oder 128 war Breitenberg. 32, 7. Okay. Und du hast noch 5 Schläge, Rohat, oder 4? Nein, mehr. Bro, mach ganz ruhig. Und schenk Rohat Breitenberg an ein. Ey, ich bin's, Breitenberg. Ich wollte auch so ein bisschen professionell Golfspiel mich connecten und so. Kommt einfach rein, verliert einfach. Und verliert sein erstes. Ich glaube, ich mache so eine andere Sportart. Minigolf ist gut für den Golf. Er denkt, seine Kleidung macht ihn zum Golfprofi. Ja, ich werde es auch
Die Leinwand ist da, nicht da, das ist die Wand wahrscheinlich. Mach ruhig, Rohat, nimm dir die Zeit, Digga. Ja, klar. Boah, ist auch crazy wieder. Ist nicht schlimm, bei Rohat ist auch genug Zeit. Diese Dings, diese Laufstil ist einfach einmalig. Von Bond und ich sind gar nicht so weit voneinander, 20 Meter. Aber Abu 220, das ist krass. Das war stark, ja, muss man sagen. Hier, der ist danke. Hier nach vorne, zu uns in die Richtung, glaube ich. Ich habe auch einen Geldbändiger. Ich glaube, ich sehe ich öfter jetzt. Ja. Boah, du hast am Anfang. Ja, es bringt Spaß auf jeden Fall. Es bringt richtig Spaß. Ein bisschen mehr Kraft rein. Digga, das ist heftig, oder? Du setzt dich selber zu sehr unter Druck jetzt. Ja. Nee, ich glaube, er kommt sowieso noch mit Pizza, ne? Ja, wir verkaufen noch Golfschläger. Können wir auch hin. Krass. Vielleicht brauche ich auch ein oder zwei. Rohat, was willst du essen? Du brauchst nur den Driver. Ja, das wäre cool. Ich will mal den einmal gucken, ob ich da einen Unterschied merke. Einen kannst du noch. Mach schnell. Vier. Bruder, ja. Jedes Mal so oben. Ja, ja, ich weiß auch nicht, was er. So guck mal, was er steht. Sorry, Brokkoli-Kopf. Unterscheidet der sich optisch von den anderen, oder? Nee. Okay. Schon ähnlich. Ja, aber müssen wir müssen ihn, wenn er nicht unterscheiden, müssen wir ihn ja nicht raus. Ja, doch. Ich wollte einmal damit schlagen. Du bist jetzt professionell, deswegen. Er hat gesagt so, ey, lass den Anfängerschläger für den, aber soll den professionell nehmen. Der ist schon benutzt. Ist meiner. Ach so, okay. Oha, du lässt mich mit deinen Schläger schlagen? Ja, ich habe gesehen, dass ich qualifiziert. Na, was sagst du? Darf ich mit deinem Schläger schlagen? Und die Pizza macht ihr ja selber vor Ort in eurem Ofen, ne? Genau. Mhm. Ist schon ganz schön frisch. Ja, geil. Bin mal gespannt. Und die riecht auch schon gut. Echt lecker. So, Abo, Profischlag. Der Breitenberg Classic. Ja, das war ein typischer Breitenberg, echt. So schade. Aber ich finde, die sind irgendwie so fluffig. Geil. Auch geil, ja. Breitenberg 2.0. Dankeschön, ja, sorry, muss ich reinkriechen. Das reicht. Also, musst du Abo fragen, ne? Abo ist derjenige mit Fassungsvermögen. Was denn? Reicht? Ob das Essen reicht? Ja, klar, natürlich. Ich glaube, mir das beste Stück. Das ja. Sehr lecker. Wie würdest du den Unterschied beschreiben vom Profischläger zum anderen? Ja, was hat der mit dem letzten mit dem Autoschlüssel gemacht? Das war wirklich eine Frechheit. Wir haben Wander gesagt, das bin ich gerade. Warum sagt er? Guck mal. Er hat mir schon gesagt, dass er ihm das gesagt hat. Ich erzähle euch die Geschichte, okay? Das ist wirklich geistkrank. Ich, guck mal. Am nächsten Morgen, ich stehe auf und muss zu Mercedes den Wagen zurückbringen. Ich bin schon knapp in der Zeit. Ich will los. Wo ist der Schlüssel von dem S63? Ich suche alles. Hose, Jacke, Couchritze, im Auto, unterm Auto, im Badezimmer. Ich suche alles, finde es nicht. Ich suche noch alles einmal ab. Ich finde ihn einfach nicht. Ich rufe bei Mercedes an und sage, ey, ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist. Ich finde ihn einfach nicht. Ich könnte sein, dass mein Kollege den mitgenommen hat, weil der hat auch eine S-Klasse. Vielleicht hat er den vertauscht oder so. Er sagt, ey, das war auf dem Samstag bis 13 Uhr und so, gar kein Problem. Ich sage, ja, okay, cool. Ich rufe Breitenberg an, suche dabei wieder alles. Ich habe bestimmt 20 Minuten gesucht. Ich frage, ey, Breitenberg, hast du ja noch geschlafen? Ja, du hast mich auch. Genau. Ich sage, ey, Digi, kannst du vielleicht kurz gucken, ob du meinen Schlüssel eingesteckt hast auszusehen? Er sagt, nein, hat er nicht. Auch Hund, dass du mir an dem Moment nicht schon Bescheid gesagt hast, nur weil du Walla gesagt hast. Ich habe Walla gesagt, dass ich nicht verraten. Ja. Du mussten beide schwören. Ja. Aber dazu, ich habe dir gesagt, ich habe den doch auf dem Tisch gesehen. Ja, auf dem Tisch. Ich habe auf dem Tisch gesucht, nichts gefunden. Aber dann, der war auf dem Tisch. Dann suche ich die ganze Zeit und finde ihn nicht. Dann klingelt auf einmal das Telefon, Abo ruft mich an und sagt, hast du deinen Schlüssel gefunden? Ich sage, nee, habe ich nicht. Und sagt er, guck mal in die Küchenrolle auf deinem Tisch. Dann gucke ich, die Küchenrolle steht auf dem Tisch und er hat einen Schlüssel einfach in die Mitte versteckt. Ich wusste, dass du da nicht suchen wirst. Und weißt du, was das Ding war? Du sagst, wir haben am Abend mit ihm noch diskutiert. Wir sagen, Abo, das kannst du nicht machen. Der Arme muss so. Ich sage, chill ein bisschen, er braucht diesen Spaß wieder. Nächsten Morgen ruft mich an, ey, Abo, Mont hat mich angerufen, bitte, er braucht unbedingt seinen Schlüssel und so. Ich rufe dich so an, so voll entspannt. Er hat sogar gelacht. Ja, aber wer guckt schon in der Küchenrolle in der Mitte? Ja, deswegen habe ich ihn da reingepackt. Frechheit, sag ich ehrlich. Naja, und dann habe ich bei Mercedes angerufen und habe gesagt, Diggi, mein Kollege hat sich einen Spaß erlaubt, der hat die versteckt. Ja. Die Pizza schmeckt super, aber die mit dem fluffigen Teig ist anders, ne? Unschlagbar. Wer war, ich liebe die Frage bei Fußballern immer, wer war denn dein Lieblingsgegenspieler? Also, wenn du gegen den im Team gespielt hast, wurde das geil. Gereizt hat, also auch provoziert hat und halt dann auch angespornt hat, oder Ribéry. Ribéry, wenn der, also weil er halt auch so gut ist, aber halt auch, der war halt auch so eine Ratte, weißt du? Also der hat es auch echt an dir gezeigt. Mhm. Also dann das kitzelt dann ein bisschen.
Gegen den hat er echt Bock gemacht. Rob und Rib war schon legendäre Zeit auf dem Spielfeld. Ja, damals war ja Ribéry und Alaba auf einer Seite immer. Mhm. Ne? Alaba mhm. links und, also, und Ribéry davor. Und Alaba war ja mein Kollege aus der Nationalmannschaft. Österreich, ja. Genau. Und deswegen, das war immer so. Und ich war immer rechte Seite, ich war auf der rechten Seite bei Stuttgart. Und deswegen, das waren immer so die Duelle. Mhm. Und Bayern war halt sowieso. Wenn du gegen die Besten spielst, ist halt immer geil. Hundertprozentig, ja. Also es gibt ein Zitat, ich glaube, das ist sogar von Frank, wo er mal gesagt hat, eine Zeit lang waren er, also Rib und Robber, also Robben und Ribéry auf dem Spielfeld besser als Messi und Ronaldo. Hat er mal gesagt. Das ist eine crazy Aussage. Das ist vielleicht eine crazy Aussage, aber Robben und Ribéry waren schon echt Weltklasse. Oh. Also von mir aus können wir noch eine Runde planen, aber ich muss auch nicht. Also jetzt nach dem Essen wäre ich auch bereit, einfach mich in die S-Klasse zu setzen und zu cruisen. Hä, aber was ist das denn jetzt hier? Das ist ein Papp. Das ist wie Minigolf. Zimmer? Aber wie sieht das so krass aus? Das sieht aus wie ein Cyborg. Guck dir das mal an, Monte, was für Schläger das sind. Ja, das ist ein paar Mal Minigolf. Zwei Bälle. Nee, ich glaube, benutzen wir die Bälle dafür? Das sieht aus wie ein Fahrradpedal. Boah, das ist geil. Ne? Bisschen? Ja, und die Aufgabe ist, was jetzt? Das in einen der Felder reinzuschlagen oder wie? Genau, ihr legt einmal den Ball da in den kleinen Kreis, da ist der Startpunkt von einem Team. Ihr könnt auch 2 gegen 2 spielen. Ja, 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 lass mal. Das ist mit der Kamera funktioniert. Ja, dann wechseln. Wechseln, ja. 2 gegen 2 ist gut. Komm. Und den Ball legen wir auch rein? Ja, genau, pass auf. Der erste Umfang an, das erste Team fängt da drüben an, Team 1. Okay, ja. Ne? Steht da auch. Und schnell mit dem Ball gehen. Und der Ball muss da drinnen liegen bleiben. Das ist wichtig. Hier okay, wer ist mit wem im Team? Wir machen Dings da, wer erster, also die ersten zwei, die rausgehen aus ja, okay. Klick-Klack-Klug, sind im Team. Das ist Klick-Klack-Klug. Klick-Klack-Klug, Schere, Stein, Papier. Ja. Die ersten was? Die ersten zwei, die rausgehen, also die quasi... Die beiden Verlierer. Ja, die beiden Verlierer, die rausgehen, sind in einem Team. Okay, checkst du? Warte. Schere, Stein, Papier? Ja, Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Richtig. Okay. Du bist raus. Oder? Du bist raus. Okay. Du bist raus. Also sind wir in einem Team. Ja, warum haben wir zweimal dasselbe? Dass ich mit denen in einem Team bin, ist respektlos. Dass ich mit ihnen im Team bin, ist respektlos. Das ist nicht so schlimm wie mit ihnen im Team. Bro, er hat ja, mit dir ist das schlimm, du bist Anti-Mate des Jahrhunderts. Aber das ist doch ein komplett anderes Game. Ja, kurzes Spiel mit Gefühl und so. Ich meine, damit im anderen Game warst du scheiße. Nee, was? Okay. Wo muss er jetzt schlagen? Was willst du? Ich hab mal aufgepasst, ich weiß, was du meinen musst. In dem Kreis liegen. In dem beleuchteten Kreis? Ja. Das war so schlecht wieder. Ich schaff das. Yes, mit Gefühl. Dieser Move, ne? Ja, ist doll. Ach, Digga. Viel zu doll. Und du sagst zu mir zu doll und nicht auf den. Die sind aber echt, die haben aber echt ganz schön Bums, die Schläger, ne? Jetzt ist wieder einer von unserem Team dran. Genau. Ja, das heißt ich jetzt, ne? Ja, Bruder, wohin? Wohin? Ja, fast das Loch getroffen, ja. Alter, der Schlag war doller als ein Schlag in die Leinwand. Ja. Oder das ist heftig, was du machst, Robert. Nein, macht er gut. Ja, ja, der war Hammer. Ja, easy. Ja, alles gut. Oh, der ist richtig schlecht. Du hast auch noch nicht getroffen. Ja, das stimmt. Boah. Arsch. Er sagt zu mir, mach einmal was Gutes, guck dich mal an. Ich hab Spaß gemacht, hab ich dir gerade gesagt. Ja. Mach mal jetzt was Gutes. So, ich glaube, warte, Robert, andere Winkel. Der Chat wünscht sich andere Winkel. Ist auch. Oh, der war gut, der ist sehr gut. Sehr extrem schlecht. Hat er gesagt? Ein Low-Kick, er bricht zusammen wie ein Twix. Krass. Oh! Fast! Muss wir den Pokal auch reinmachen? Nein, es ist extra Punkte. Ja. Warte, dann mache ich bei. Hast du schon einen Punkt gemacht, was du so redest? Nein, aber ich finde es lustig. Oh, der ist gut. Der ist es. Der ist gut, der ist es. Der ist so gut. Heftig vorbei. Nein, der ist es. Ja, ja, der ist es. Ey, Rod, Abu, du musst jetzt punkten. Hier. Ich muss gar nichts. Oh, geil! Sehr gut. Sehr gut. Wichtig! Ich hab gehittet. Du bist dran. Wir haben einen weg. Okay. Abgesoffen ist der. Der ist vorbei, ich sehe das schon. Der fährt einen Mercedes auch, ne, glaube ich. Was ja. V-Fan. Was ist dabei? Der ist nicht drauf. Ach, okay. Ist drauf. Digga, das ist geschummelt. Euer System ist kaputt. Nee, war geil, war ein geiler Schlag. Danke. Mhm.
Da kommt gut, Rohat. Wow, das ist sehr schade. Oh, das ist schade, weil du das System gehatet hast. Ja. Das ist intelligent. Auf Ernst sogar. KI. Viel zu doll, Bro. Wohin mit dir? Wohin? Geh mal her, Rohat. Ich zeig dir jetzt, wie das geht. Ich habe mich nur zurückgehalten für den spannenden Moment. Ach, Digga, ist die Kerre. Scheiße, ich hab vergessen, den der zu filmen. Ernsthaft? Ja. Was bist du denn für ein Unfähiger? Bruder, ich war gerade Brain Was hast du vergessen? Er hat einfach nicht gefilmt. Er war mit dem Kopf wieder beim Joint drin. Der war eh scheiße. Besser ist das. Boah, die, aber eigentlich muss ich sagen, durch, also die Pizza, da macht die Maschine richtig Arbeit. Ich könnte ja auch nochmal Privatkonzert geben. Die Maschine ist so am Brodeln. Ja, ja, ja. Das mache ich gleich mal Breitenberg im Auto, da wird sich richtig freuen. Dann habt ihr gewonnen. Der ist drin, macht ihr keine Sorgen. Also, geil. Hat er nicht verstanden? Habt ihr gewonnen? Gut. Ich nicht verstanden, was du gesagt hast. Ne? Nee, wir hauen ab. Habt ihr nur einen? Du hast gesagt, wenn du den triffst. Ja, aber Bro, okay, ich mach noch einen Schlag. Gut, okay. Dieser Move ist einfach nicht mehr. Ja, ja, genau. Deutsch, aber du hast probiert. Scheiße. Ja, komm, Abfahrt. Mega. Hat mich sehr gefreut, ey, sehr korrekt. Ja, ich danke für die Gastfreundschaft. Danke für alles. Sehr nett. Gerne. Mach's gut, danke dir. Cooler Schlag auf jeden Fall. Ich habe noch irgendwo einen Ball in der Tasche, den gebe ich nochmal zurück. Ich bin im Rohat. Einfach klauen. Nee. Wir haben nur einen Ball gebraucht, Chef. Ich gebe einen wieder zurück. Oh, so. Okay. Danke dir. Sehr nett. Coole Anlage hast du hier. Vielen Dank. Wir sehen uns. Lass dir gut gehen. Ciao. Eisen 7. Oh, sorry. Nee, komm raus. Alles gut. Auf jeden Fall sehr gastfreundlich. Sehr viel Gastfreundschaft für uns. Könnt ihr auch mal vorbeifahren in Hamburg. Hat richtig Spaß gemacht. Oder einfach mal positive Bewertungen da lassen. Auf entspannter Rino 5 Sterne. Aber mach das nur voll kurz, so richtig dumm. Dann muss das so lange machen, weißt du? Boah, diese Gehfehler so hart. Das war nicht so auf respektlos so, ich will dir wehtun. Ja, genau. Sondern das war so auf süß. Was kann ich für dich tun? Aktiviere alle Massagesitze. Was passiert? Hat ja gut geklappt. Was? Aktiviere alle Massagesitze. Was? Wie bitte? Verpiss dich, bitte. Hey, Mercedes. Entschuldigung, dabei kann ich dir gerade nicht helfen. Ja. Auch hier ist das System für den Arsch. Hey, Mercedes. Hey, Mercedes, gib mir die Waffen runter, du Chucha. Okay, ey, das war bis jetzt ein richtig geiler IRL-Stream, Digga. Das hat großen Spaß gemacht, auf Ernst. Tourguide ist jetzt angeschaltet. Oh nein, Tourguide, Digga. Digga, Abbruch. Das ist der Schlitt, dieser Tourguide ist so das nervig. Ist, Bruder, er fängt an zu erzählen, Bruder. Da war vor 500 Jahren... Er erzählt die Geschichte über da, wo du langfährst. Und was mit dem Massagesitzen, das geht nicht? Entschuldigung, das hat nicht funktioniert. So ein scheiß System, Digga. Digga, weißt du, warum ich letztes Mal meinte, dass es zu viel mit Mercedes? Ich kann das nicht mehr. Ich brauche einfach nur Sitzheizung, Musik und das war's. Hätten wir einen eigenen Powerboard-Server, wird das auch... Die Freie und Hansestadt Hamburg bezeichnet sich selbst als Tor zur Welt. Viva starten doch vom größten Seehafen Deutschlands Schiffe in die ganze Welt. Hey, Mercedes. Unweit der Landesbrücken befindet sich im weltberühmten Südstadt. Pauli, die Reeperbahn, Hamburgs am Seemeile Nummer 1. Abbruch, Tourguide. Digga, die redet einfach mehr mit uns als Tor. Hey, Mercedes, Abbruch! Der 120. Abbruch, du... Hey, Breitenberg, wie redet die mit mir, Junge? Aber ich sag dir, Monty, wir müssen das auf Ernst öfter machen. So einfach chillen, so ein bisschen Dings da. Wir werden zu viert den Brocken besteigen. Ich bin dabei, 100%. Das wird lustig. Ich hab... Bin ich dabei. Chat, das wollen wir machen. Und er meint nicht diesen Brocken hier. Guck mal. Ja, wir wandern den Berg hoch. Das ist ja das Lustige. Bro, wir werden brechen. Vertrau mir, nach einer halben Stunde habe ich keinen Bock mehr, um Pause machen, Digga. Weil das auch noch berghoch geht, Digga. 10 Minuten, Digga. Das geht nur berghoch. Aber habt ihr Bock, dann so geile Sachen mitzunehmen im Rucksack? So geiles Essen, ja, trinken? Ja, gut, ich muss meinen IRL-Rucksack mitnehmen. Oder wir nehmen uns noch einen Kameramann, mit der das hält. Ja, Mann. Einer, der alles tragen muss. Master Excel, sofort frei an den Tag. Du läufst hinterher wie ein Esel. Das oder der Kameramann ist der meistgefährliche. Nee, Master Excel, das ist beschlossene Sache. Okay, geil. Du kommst hinterher wie ein Packesel. Sag ich. Boah, obwohl, das wäre sogar ein lustiges Video, glaube ich. Todlustig. Oh, das wäre übertrieben lustig. Das mache ich auch. Ich habe hier, guck, ich habe Notizen auf meinem Handy. Und hier ist das, was wir nächste Woche machen. Da habe ich so ein, zwei Sachen, wo ich mir denke, das könnte man machen. Und dann hier Brockenberg-Wanderung. Ja. Aber das Einzige, was mich so nicht abnervt, aber
Wenn wir jetzt zum Brocken fahren würden, fahren wir 3,5 Stunden. Das geht fit. Ja. Also dann müssen wir da pennen. Ja, das habe ich mir halt auch gedacht. Oh, lass nicht auf Krise gehen. Ganzen Tag gehen, nein, 3 Stunden hoch, 3 Stunden runter, dann will er am Ende noch 300 Kilometer nach Hause fahren? Wir brauchen da irgendwo ein Luxushotel, dann mit noch abends Wellness und Massage. Richtig, und so. Abends massieren lassen und dann chillen. Das ist das Geilste. Ja, aber Luxushotel wird auch Luxus in die Tasche gehen. Der streamt dann auf seinem Kanal. Nee, Sachsen, aus. Warte mal, wo ist denn das? Stimmt, ja, gute Idee. Wo ist Sachsen? Sachsen? Warte mal, das ist in Chemnitz da, Bruder. Chemnitz ist doch Sachsen. Chemnitz. Göttingen, die Ecke da. Ja, Magdeburg, Halle, Saale. Göttingen, ist das nicht Richtung Hannover? Erfurt, ja, Wolfsburg. Nee, Erfurt ist in Chemnitz. Auf den einen Tag. Wir noch einen Fahrer. Ja. Ich fahr. Das stimmt. Ja, aber du wirst auch latschen. Meinst du, ich bin so tot, dass ich nicht mehr fahren kann? Oder ihr unterschätzt das gewaltig, glaube ich, gerade. Ja, hundertprozentig, ja. Ist das, oh mein, Ding, das ist lecker. Ey! Lass oben. Digga, in diesem Auto hat noch nie einer hinten reingefurzt. Er hat sogar gesagt, ich werde Breitenberg nerven, weil ich furzen werde. Aber die beste Fahrt war die, wo ich während 6 Stunden meine Fahrt meine Schuhe ausgezogen habe und Socken. Ekelhaft. Oh, das ist respektlos. Und hat da vorne hingetan. Ich habe meine Füße hier, ich hatte meine Füße hier drauf. Aber ich schwör's dir, es hat nach nichts gerochen. Und nicht vergessen, lieber Livestream-Chat, kostenlos folgen, das kostet gar nichts. Einfach dem Livestream-Chat kostenfrei folgen, Follower kostet nichts. Und auch nochmal auschecken, ob ihr ein Amazon Prime übrig habt, ne? Richtig und richtig. Denn Prime ist kostenlos und solltet ihr Amazon Prime besitzen, könnt ihr einen Streamer eurer Wahl kostenfrei subscriben. Was? Kostenlos? Genau so nämlich. Ich sage euch noch Bescheid, aber der IRL-Stream nächste Woche Donnerstag wird zu 17.30 Uhr starten. Ich werde euch nochmal ganz genau Bescheid sagen. Der wird so lustig, glaube ich. Unsympathisch kommt auch. Echt jetzt? Naja. Ja, cool. Marc E. Bauer kommt auch. Das wird so lustig. Nein, das, was wir nächste Woche machen, aber haben wir noch nicht erzählt. Was machen wir denn? Ja, das, was ich in. Wo du. Ach, Bro. Da, wo wir einmal waren. Digga, dein Auto steht nicht mehr hier. Natürlich, ich hab's auch eben schon gesehen, du Trollnase. Okay, alles klar. Das war mit Dings und Reiten und bla und. Du weißt doch, Wutschi-Mutschi und so. Okay. Okay. Salam alaikum, Freunde, war eine richtig gute Runde. Hau rein, Rohati. Hau rein, mal besser. Ja, und Breitenberg, erst dickes Monte L nochmal für den Schatzi Breiti hier in den Chat, der das hier heute alles organisiert hat. Richtig geile Sache, Alter. Dankeschön. Und dann gib mir noch mal ganz kurz. Warte, hast du deine Sachen mitgegeben? Ja, ich hab alles. Ich muss einmal kurz die Kamera hier abdrehen, Chat. Achso, die Figur, genau, die Tekken-Figur, die brauche ich noch. Okay, hey Jungs, richtig geile Runde gewesen. Wir hören uns. Auf jeden Fall. Fahr vorsichtig, Monty. Mach ich, easy. Ich hab alles. Ciao, Breiti. So soll das eigentlich passen, Chat. Ey, richtig geile Runde heute gewesen mit den Jungs, wirklich. Richtig geile Stream heute. Hat richtig Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, ich fand den Vibe auch richtig geil im Klamottenladen. Das Umstyling fand ich richtig cool. Richtig gute Idee auch vom Breitenberg gewesen. Und insgesamt war das heute einfach ein erstklassiger IRL-Stream. Muss ich wirklich sagen. Erstklassiger IRL-Stream vom Breitenberg. Hat unnormal Spaß gemacht. Und ich glaube auch für euch, ich kann mir natürlich jetzt den Chat nicht aufmachen, ich glaube auch für euch war das eine richtig geile Unterhaltung. Ist auch geil mit dem Rucksack, so sorgenfrei. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Probleme wir heute mit dem Internet hatten. Das kann ich jetzt natürlich, das weiß ich noch nicht. Da werde ich später mit Master Excel nochmal telefonieren. Nach jedem IRL-Stream telefonieren wir und besprechen das so. Aber das war heute einfach eine richtige geile Genugtuung, dieser Stream. Und ich freue mich auch auf den Stream, der jetzt nächste Woche Donnerstag ist, IRL-technisch. Und ich freue mich auch auf, auch wenn das jetzt nicht krass vom Plan her jetzt bald ist, sondern vielleicht erst in einigen Wochen, aber zusammen mit den Jungs den Brocken zu besteigen, da die Wanderung zu machen, das wäre, glaube ich, schon ziemlich cool. Moin Moin, gucken den Livestream neben mir im Auto. Also seid gespannt, was da noch kommt. Wir machen jetzt einen gemütlichen Upstepper noch nach, sag schnell, nach Buxtehude. Ich fahre jetzt nach Hause und ich würde sagen, für den geilen Vibe machen wir jetzt nochmal ein schönes Lied an. Wir sehen uns auf jeden Fall am Wochenende wieder. Ob ich morgen streame, das weiß ich noch nicht. Das werde ich spontan schauen. Bleibt gesund und munter. Lasst euch gut gehen. Ich wünsche euch einen entspannten Donnerstagabend noch, schlaft gut und falls wir uns morgen nicht mehr sehen, wünsche ich euch schon mal vom ganzen Herzen ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und munter. Danke für den Support. Monte L in den Chat. Wiederschauen und
reingehauen. Kuss.